süß Shindy, süß wie eine Toblerone. Ich bin Michael Corleone, du bist Michael ohne Kohle. Was bist du? Michael Corleone, du bist Michael ohne Kohle. Okay, ich vertraue euch. Okay, dann gehen wir jetzt ins Finale. Ich habe keine Ahnung, was da an Antwort oder sonst was kommt oder so. Aber wir gehen jetzt bei 1:42. Ich hoffe, es ist richtig. Ihr habt mir gesagt, da ist eine... Never. Ist das Shindy-Tuch? Hat er das in seinem Sakko drin oder was? Alter, läuft's doch wieder alles. La Deutsche Vita. Heile Welt, wir haben was geschafft, Frederik. Ich frage dich. Selbsttherapie. Mhm. Selbsttherapie. Der einzige Weg, deswegen ist das nicht mehr unsere Aufgabe. Es ist normal, dass wenn du eine Sache reparierst, Frederik, das habe ich dir schon oft erklärt, kann es sein, dass du beim Reboot, beim Reset, hier und da so Feinkalibrierungsschwierigkeiten hast. Und das Ding läuft noch nicht so ganz rund. Was ist da? Aber das ist nicht mehr unsere Aufgabe, sowas geht nur über die Selbsttherapie. Da muss der Michi selber mit klarkommen oder der Shindy oder wer auch immer. Aber wie schaffen wir das denn, Boss, dass der Michi sich therapiert? Die beste Art der Selbsttherapie, mein Lieber, ist ein klassisches Rap-Battle. Wir haben es doch vorgemacht, Kollega gegen Felix. Da waren sie doch wieder ein Herz und eine Seele, mit der Kunstfigur klar, wieder verschmolzen. Er macht Michi versus Shindy. Und der Laden läuft wieder. Ja, aber natürlich. Das muss der Michi Shindy Slash ganz muss das selber logisch hinkriegen. Ja. Er muss es selber hinkriegen und so. Okay. Das stimmt doch. Michi versus Shindy kommt jetzt. In Ordnung. Battle Michi gegen Shindy? Michi gegen The Real Shindy? Das wäre doch toll, was? Dass die dann sich wieder mal irgendwo treffen und wir haben wieder das Endresultat, wie man es kannte? Na klar, Boss. Okay. Das ist es doch. Eine Selbsttherapie. Oh. Muss der Michi selber machen, aber das... Ich sag euch trotzdem, da wird noch eine richtige Antwort kommen, oder? Also das ist für mich jetzt, ja, ist geil, absolut, aber sind wir mal ehrlich, wenn die es ernst meinen und Spaß daran haben, dann wird definitiv noch ein offizieller Song kommen, ohne alles drumherum und sonst was, ne? Wäre schon was Interessantes. Oh, das wäre toll. Na, da kann man schon ins Träumen geraten. Diese verdammten Träume, ne? Okay, schon wieder einige Minuten keine Kippen rauchen oder gar keinen Bock, Alter. Wer soll... Oh, muss der jetzt so reinstöhnen, Alter? Anfangen, du oder ich? Ich komm. Ich fang an. Ach, der kriegt schon wieder keine Luft. Der choked rum, ich mach die erste Runde, ist kein Problem. Okay, hör mir zu, du Giftzwerg, Alter. Digga, jetzt mal ernsthaft, ist das Disney im Hintergrund? Ist das die Ariel, die Meerjungfrau oder so ein Am Anfang dachte ich, das ist hier PIMP von 50 oder sowas. Digga, aber das hat echt Ariel Vibes. Hör zu, ey. Michi, please, das sind 2000 Boxen echt mies. Diese Melodie, ich kann nicht. Ich kann da nicht ernst bleiben, Mann. Das ist ein Disney-Type-Beat. So, du Giftzwerg, Alter. Selber! Dir, hör zu, ey. Michi, please, das sind 2000 Boxen echt mies. Michi, nerv nicht rum mit deinen Beeps. Und glaub nicht, du bist jetzt ein G. Michi, please, bitch, please, Shindy. Süß wie eine Toblerone, ich bin Michael Corleone. Du bist Michael ohne Kohle, was hast du? Michael Corleone, du bist Michael ohne Kohle. Dich triggern in der eigenen Promophase. So süß wie du verbittert bist, heiße Schokolade. Michi, please, du warst ein junger So süß wie du verbittert bist, heiße Schokolade. Ach, Digga, ich freue mich so aufs Album, ne? Schokolade, Michi, please, du warst ein junger Ästhet. Doch in letzter Zeit wirkst du etwas unsouverän. Distrack gegen Kollega, Mist, wir sind dem Tode nah. Du riskierst hier echt ne dicke Lippe wie beim Botox-Arzt. Michi, unsere Lage ist nicht gerade berauschend. Hab dein Splash-Gig gesehen, atemberaubend. Blamierst uns mit kaputt gekifftern. Wie ist eure Meinung dazu? Wer war besser auf der Bühne oder nicht? Der, ich weiß nicht, ich habe da so verschiedene Arten gesehen. Manchmal habe ich gesehen, er hat keine Luft gekriegt. Manchmal habe ich dann aber auch gesehen, dass er so, weiß ich nicht, die Pausen waren halt schon nice gesetzt mit dem, also fürs Publikum, ne? Also ich fand das, der Vibe war halt irgendwie cool so, aber irgendwas, weiß ich nicht, war irgendwie noch nicht so. Die Melodie hat Shindy 1:1 verwendet. Echt jetzt? Please, das sind 2000 Euro für eine Jeans. Ha,
Hast du überhaupt ein Backup gesehen? Klassische Colin und Farid Antwort würde ich sogar mehr feiern. Gehe ich aber auch stark von aus. Also sowas wird stark, also wird kommen. Also wenn sie Bock drauf haben, kann auch sein, dass sie ihn einfach ignorieren, ne? Und einfach das hier als Antwort lassen. Und wer hat dir empfohlen, du sollst jetzt Mutter ficken, Junge? Ist mir scheißegal, ich mach einfach. Michi, please, hast du neuerdings Tourette-Syndrom? Was beleidigst du den Boss? Er ist eine Respektsperson. Seit wann bist du so ein Giftzwerg? Ist das Größenwahn? Wacht er hier als Rumpelstilzchen auf aus seinem Dornröschen-Schlaf? Welle am Machen, wie bellender Dackel. Wird endlich erwachsen, wie Benjamin Button. Ich steckte Jahre Fleiß und Arbeit rein, um wie ein Star. Digga, Benjamin Button, ne? Muss man sich eigentlich nochmal reinziehen, Alter. Es gibt so viele geile Wortspiele mit Benjamin Button von Colle, ne? Zu scheinen, ich hab uns ein Image aufgebaut, du reißt es gerade ein. Michi, please, mach Psychosentherapie. Was ist los mit dir, du Freak? Sind das die Drogen und das Weed? Legst dich an mit Bass und Banger, forderst diesen Beef, das wie tief nach vorne bücken und die Hose runterziehen. Michi, please, diese Bars gegen Mutter waren zu. Bruder, ey, das macht mich, das ist so anstrengend, Alter, dieses Gestöhne, Mann. Wie ist dir denn nicht klar, so bringst du auch unsere Mom ins Spiel? Das ist ja jetzt ein Freifahrtschein, bald hatten die zwei da rein. Hatte Mom denn nicht schon genug Struggle? In der Kneipenzeit, jede Nacht die Biere bücken und die Hose runterziehen. Michi, please, diese Bars gegen Mutter waren zu viel. Ist dir denn nicht klar, so bringst du auch unsere Mom ins Spiel? Das ist ja jetzt ein Freifahrtschein, bald hatten die zwei da rein. Hatte Mom denn nicht schon genug Struggle in der Kneipenzeit, jede Okay, da geht er schon mal auf die Mutterlines ein, ja? Nach die Biere zapfen, was für eine Mutter. Die Heldin am Zapfern in der Gaststätte, Bruder. Ständig die Besoffenen aus... Was seine Mutter? Oh Mann, Alter, ich hab gesagt, ich find's nicht cool. Lass das doch. Aber sowas ist halt, bringt einen wenigstens noch zum Lachen, wisst ihr, was ich meine? So, bei Shindy dachte ich mir halt die ganze Zeit nur so, ja gut, bei Farid Dingens wird's halt genauso sein, ne? Zum Schützenverein. Ich soll reinstellen. Oh Gott, hör auf, Alter. Krapschen, weil ihre Brüste waren geil. Diese notgeilen Wichser hatten Schaum vom Mund. Haben wir da aufgemockt, hieß es ab nach Hause, Junge. Digga, macht er jetzt gerade im Endeffekt das, was Farid mit Shindy gemacht hat, mit dieser Geschichte mit dem Kofferraum und so weiter? Macht er jetzt gerade so ein Storytelling darüber, was mit der Mom passiert? Fuck, okay, ist schon. Mom, denn nicht schon genug Struggle in der Kneipenzeit? Jede Nacht die Biere zapfen, was für eine Mutter. Die Heldin am Zapfern in der Gaststätte, Brudler. Ständig die Besoffenen aus dem Schützenverein, die sie angrapschen, weil ihre Brüste waren geil. Diese notgeilen Wichser. Ich kann nicht, diese Adlibs, diese Doubles. Geil. Wo hört ihr das? Das macht einen wahnsinnig, Mann. Die sie angrapschen, weil ihre Brüste waren geil. Diese notgeilen Wichser hatten Schaum vom Mund. Haben wir da aufgemockt, hieß es ab nach Hause, Junge. Mama hatte auf eine ruhige Rente gehofft. Doch dank dir gibt es von Banger und Boss bald wieder Schwänze im Kopf. Die zwei lassen schon die Korken knallen. Michi, please, deine Botox-Spritzen helfen nicht gegen diese Sorgenfalten. Du hältst auf Mama ein ganzes Stirnacken-Kommando. Und glaub mir, da wird dann nicht nur Sir Tucky getanzt, Bro. Die zwei haben im Vergleich zum Körper... Oh, fuck, Alter. Nein, ach Leute, das könnt ihr doch nicht mit einem Song vergleichen, der jetzt offiziell rauskommt, Mann. Ernsthaft, das ist, wie wenige verstehen denn hier einfach diesen Kinderhumor? Also bitte, Leute, nehmt das doch nicht ernst. Was ist denn mit euch los? Glaub mir nicht gegen diese Sorgenfalten. Du hältst auf Mama ein ganzes Stirnacken-Kommando. Und glaub mir, da wird dann nicht nur Sir Tucky getanzt, Bro. Die zwei haben im Vergleich zum Körper einen Riesenschwanz wie das Eichhörnchen in deinem Freestyle. You know what that... Das ist schon ein Kontersong, ne? Okay, ich hab's vielleicht doch unterschätzt, ne? Er geht schon auf ein paar Sachen ein und so weiter, ne? Und er kontert halt schon ein paar Sachen, die vorkommen. So, das ist, müsst ihr euch jetzt vorstellen, das ist zumindest so ein bisschen Richtung Battle, ne? Also er kontert halt ein paar Sachen aus und so weiter. Theoretisch würde ich sagen, danach könnte man sagen, so, yo, man könnte sagen, wer die erste Runde gewonnen hat, aber ich finde es noch nicht. Also ich fände es zu wenig als offizielle Antwort. Gehört halt offiziell nur zur Promophase. Ja, genau, ja, genau. So würde ich das zusammenfassen. Ja, gehört einfach noch zur Promophase, ne? Und hoffentlich kriegen wir noch so ein richtiges auf die Fresse. Means, Michi, das wird zu viel, Michi. Die zerficken unsere Mutter, Michi, deal with it. Michi, please, lass die Draufgänger-Mucke. Du Traumtänzer, wir sehen aus wie ein Hautständer, Junge. Mann, Mama war doch selber eine Ausländernutte. Und ihr Sohn sieht aus wie Benzema als Bauchrednerpuppe. Michi, please, das sind 2000 Boxen.
der geht halt auf alles ein, ne? Aber mich macht das Stöhnen wahnsinnig, Alter. Wahnsinnig. Deal with it. Michi, please, lass dich drauf. Deal with it. Es sind halt wirklich alles Konter, ne? Es ist halt nicht, ja gut, es ist halt ein bisschen zwischendurch auch, ne? Natürlich kontern, aber mit Punchen dabei. Also ist eigentlich schon, ja. Michi, die zerficken unsere Mutter, Michi, deal with it. Michi, please, lass die drauf. Ja gut, da kann man halt dann auch nichts mehr sagen, ne? Ah, man, ich weiß, man durfte ja auch generell eigentlich auch nicht sagen, dass das, ne, dass das Shindy das nicht durfte, nach den ganzen Sachen, die da auch vorgefallen sind und so weiter, ne? Ach ja, eigentlich, die nehmen sich nix. Also ich glaube, da auf dem Level haben wir uns jetzt getroffen, die nehmen sich nix und es gibt keine Regeln. Deal with it. Ist so. Ja, die Melodie macht mich komplett wahnsinnig, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Eichhörnchen in deinem Freestyle, you know what that means, Michi. Das wird zu viel, Michi. Die zerficken unsere Mutter, Michi. Deal with diese it. Stimmt. Michi, please, lass die Draufgängermucke. Du Traumtänzer, wir sehen aus wie ein Hautständer, Junge. Mann, Mama war doch selber eine Ausländernutze. Und ihr Sohn sieht aus wie Benzema als Bauchrednerpuppe. Michi, please, das sind zwei. Aber das mit der Ausländermutter, das war uns, beziehungsweise das haben schon viele gesagt, als es rauskam, ne? Es war ja so easy zu kontern, ne? Das ist aber auch so ein Ding gewesen, warum es keiner so richtig ernst genommen hat. Wisst ihr, also so richtig so als, ich glaube, Hurensohn fanden die meisten schlimmer als, ja, obwohl. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass es, ach, keine Ahnung. 1000 Boxen echt mies. Michi, nerv nicht rum mit deinen Beeps. Und glaub nicht, du bist jetzt ein G. Michi, please. Michi, please. Ja, irgendwie ist schon ein hartes Wort, ne? Ja. Ja, Ausländer, ja, schon, ja. Ja. Das sind 2000 Boxen echt mies. Michi, 2000 Boxen nur? Echt? Michi, please, das sind 2000 Boxen echt mies. Michi, nerv nicht rum mit deinen Beefs. Und glaub nicht, du bist jetzt ein Cheat. Michi, please, Michi, please, Michi, please. Du Gnome, Alter. Kleiner Mann, ganz groß, oder was? Michi, calm the fuck down. Okay, komm, drop deinen Konter und dann ab nach Hause. Alter, kommt Mama jetzt soll noch ein Konter? Tee machen, du Choleriker. Okay, hier mein Konter. Fick deine Mutter! Du Hurensohn! Fick dich einfach! Ja, okay. Ja. Also das ist die Seite, mit der man nichts zu tun haben will im Endeffekt, ne? Also das ist. Das hat keinen Sinn, Alter. Der choked wieder rum. Fick deine Mutter! Wir brechen das ab, Alter. Fährt ja unsere Karriere an. Oh, dieses Stöhnen, Junge! Nicht. Dabei haben wir doch noch so ein Schuldenberg zu bezahlen. Komm jetzt, Michi, please. Homeboy, du musst Geld machen, Junge. Geld machen, Junge. Der hopst den schon ein bisschen, ne? Der hopst den schon ein bisschen. Irgendwann ist genug. Zieht er den jetzt immer weiter, oder was? Jut. Oh Mann, ey. Ich warte trotzdem, ne? Oh, so, alle nochmal ganz kurz durchstrecken. Einmal ganz kurz nochmal aufwärmen, Freunde. Habt ihr was zu trinken da? Wenn ihr nochmal Pipi-Pause machen müsst, ist jetzt definitiv zu spät. Einen wunderschönen guten Abend. Freunde, ich freue mich. Wir gehen endlich ins neue Koller-Album. Das war eine traumhafte Promophase und dafür müssen wir einfach jetzt mal Danke sagen. Plus, wir haben einen Impact in diesem Deutsch-Rap-Kosmos noch nebenbei bekommen, ne? Mit Shindy und so weiter. Das ist natürlich Wahnsinn. La Deutsche Vita. Wir haben 24 Songs, eine Stunde 27. M3 und Masri haben das Ganze produziert. Laidback. Okay, das wird wahrscheinlich der Song aus der Promophase sein, wo er da am Tisch sitzt und so komplett auf entspannt gerappt hat. Kann das sein? Typische Streicher. Sehr schön. Boah, klingt das schon wieder episch direkt, ne? Meine Damen und Herren. Nun eine zeitgenössische Sinfonie von dem absoluten Weltmonarchen. Dem Boss der Bosse. La Deutsche Vita. Bruder, ey, ganz kurz, ne? Also, ne, ganz kurz, was die Vorstellung vom Album angeht. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, aber ich schätze mal, dass es halt so eine Mischung aus ernsteren Songs
und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wortwitz und so weiter, ne? So, ich glaube, das Ganze ist nicht so, vergleichbar vielleicht mit der Zuhälter-Tape-Reihe, Hood Tales und so weiter, Hood Tape und, ne, so in diesen Vibe wird es wahrscheinlich, hoffentlich gehen. Zumindest so nach den Singles und so weiter, hoffe ich. Gehen wir mal rein. War das ein... Der Boss etwas wieder laid back. Das ist das aus der... Zurück. Ja, das ist aus dem Video. Ist da. Frühlingsspaziergang, Kragen hochgestellt. Der Abend taucht den Horizont in zartes rosa-gelb. Farbenfrohes Bild, doch es ist eine gnadenlose Welt. Zum Trost wird heute Perlhuhn als Abendbrot bestellt. Lange her, seit ich auf die Bildfläche trat. Aus den Ey, wir gehen auf jeden Fall nach den Songs bei Genius rein und gucken mal, ob wir irgendwelche Wortspiele oder so natürlich verpasst haben, ne? Gestern startet ein Wildgänseschwarm und dreht seine Kreise wie der Boss einst im Ghettoviertel maskulin. Auffälliges Kinn, wie Tätowierte bin, was Shindy sein will. Auffälliges Kinn wie Tätowierte? Ja. Und dreht seine Kreise wie der Boss einst im Ghettoviertel maskulin. Auffälliges Kinn wie Tätowierte. Ach, Skin! Auffälliges Skin wie Tätowierte. Ich dachte gerade, warum ist das Kinn auffällig? Bruder, es geht schon wieder los. Okay, sehr schön, es geht schon wieder los. Auffälliges Skin. Die Bildfläche trat aus den Schilfgräsern, startet ein Wildgänseschwarm. Und dreht seine Kreise wie der Boss einst im Ghettoviertel maskulin. Auffälliges Kinn wie Tätowierte bin. Was Shindy sein will, nur lyrisch fresher. Blume ist in seiner Blüte. Okay, im Intro geht's schon direkt wieder Richtung Shindy, oder was? Okay. Und dreht seine Kreise wie der Boss einst im Ghettoviertel maskulin. Auffälliges Kinn wie Tätowierte bin. Was Shindy sein will, nur lyrisch fresher. Blume ist in seiner Blüte. Frühlingswetter. Und obwohl mir gutes Erbgut geschenkt wurde, esse ich Schwermut getränkt. Nun mein Perlhuhn an Senfsoße. Liebe Rap, auch wenn ich kaum noch Chance für... Was ist der bitte? Da müssen wir gleich nochmal bei Genius reingehen. Komm mit Boss, guck ins Game. Big Johnson wie Dwayne, komm wir retten das Ding. Es wird Zeit, wieder mal elegant über die Beats zu schlendern, als wenn sie die Champs-Élysées lasst Champagner kreisen. Hier kommt große Prominenz. Alemannias Feinest grüßt am roten Teppich Fans. Lies den Anzug schneidern, ich setz modetechnisch Trends. Alles Handarbeiten wie der Sohn vom Präsident. Die letzten Promos waren ein bisschen moderat. Warte mal, was? Alles Handarbeiten wie der... Handarbeiten. Ja's Feines grüßt am roten Teppich Fan. Lies den Anzug schneidern, ich setz modetechnisch Trends. Alles Handarbeiten wie der Sohn vom Präsidenten. Handarbeiten! Handarbeiten! Ei, ist das krank! Oh, schön, ach schön. Und das in einem Intro. Handarbeiten! Alter, okay, wir werden langsam warm, okay? Wir werden langsam warm. Roten Teppich-Fan, lies den Anzug schneidern, ich setz modetechnisch Trends, alles Handarbeiten wie der Sohn vom Präsidenten. Und das ist auch so vom Dingens, ne? Vom Reim her so. Wie nennt man das? Kreuzreim oder was? Promos waren ein bisschen Moderator, der Boss will es nochmal wissen, wie beim Million-Dollar-Quiz der Moderator, denn dieser. Ein bisschen Moderator, der Boss will es nochmal wissen, wie beim Million-Dollar-Quiz der Moderator, denn die Sache hat sich zugespitzt, wie ein Obelisk, mit Vorsicht, zugespitzt wie ein Obelisk, genießen wie ein Kugelfisch, glaubst du mal nicht, Bruder, ich muss die ganze Zeit zurückspulen, ne, weil diese Zeilen schon wieder, wie ein Obelisk, mit Vorsicht zu genießen, wie ein Kugelfisch, glaubst du mal nicht, mit Vorsicht zu genießen, wie ein Kugelfisch, du Hurensohn mich fixt, weil das Pustekuchen ist, wie Geburtstagstorten-Kit, kannst du vergessen, denn der weil das Pustekuchen ist, wie zum Geburtstag, ist ja klar, ne, weil man die Kerzen auspusten muss, fixt, weil das Pustekuchen ist, wie Geburtstagstorten-Kit, kannst du vergessen, denn der Boss ist OG und alteingesessen, wie sein antiker Sessel aus Merino schafft, die kuscheligen Decken, Luxus bis in letzte Ecken wie die stuckverzierten Decken. Unzählige Preise, die in Schmuckvitrinen stecken. Yo, ich, ey, ich sag dir ganz ehrlich, ne? So vom Beat her, vom, wie soll ich sagen, vom Vibe her, es hätte perfekt in die alte Zeit gepasst. Also, das wäre so ein Song gewesen, den ich früher auswendig gelernt hätte. Safe. Das, so diese langsamen Street-Dinger irgendwie, das macht einfach Spaß zu hören, Mann. Und das finde ich schon nice. Nicht mehr rappen, late back, wieder late. Warum hast du am Album nichts gemacht? Weil ich tatsächlich dieses Jahr andere Sachen gemacht habe. Ich habe es leider nicht hingekriegt, Mann. Leider nicht. Letzte Ecken wie die stuckverzierten Decken. Unzählige Preise, die in Schmuckvitrinen stecken. Yo, ich mach den Scheiß nur noch for fun. Ich muss hier nicht mehr rappen. Late back, wieder late back. Ich mach das alles nur zum Fun. Ich muss hier nicht mehr rappen. Okay, das ist auch, würde ich mal sagen, ja,
das Leitmotiv für dieses Album eigentlich, ne? Er muss es nicht mehr, er muss nicht mehr rappen. Das ganze Ding ist ja eigentlich nur für die Szene, für Rap, für Deutschrap, um den Michi auch zurückzuholen und, ne? Also viele, viele Moves auf jeden Fall. Eher so Richtung Spaß. Wieder oldschool, so smooth, so fresh. Rieche vintage wie dein Tape Deck. Laid back. Wieder laid back. Wieder laid back, wieder old school, so smooth, so fresh. Kingship vintage wie dein Tape Deck. Wieder laid back. Räusper. Yeah. Ich kam vom Untergrund zu goldenen Platten, dreh jetzt noch paar Ehrenrunden und lass mich vom Volk beklatschen. Und ja, ich weiß, ich wirkte manchmal recht ungehalten. Doch das Album hier wird dein Schmankerl zum Zunge schnalzen. Ich bin King. Boah, wie schön ist das jetzt gerade, Mann. Alter, ich bin recht ungehalten, doch das Album hier wird dein Schmankerl zum Zunge schnalzen. Ich bin King at home, du am Kartoffeln pellen, denn du bist wie Winnetou, ein Pantoffelheld. Top-Bereiter im Galopp auf hohem Rost des Schlosshotel. Der Boden ist stabile deutsche Du bist wie Winnetou? Ein Pantoffelheld? Warum Pantoffel? Denn du bist wie Winnetou. Ach, war das so ein, wie nennt man das nochmal? Top-Bereiter im Galopp auf hohem Rost des Schlosshotel. Der Boden ist stabile deutsche Eiche wie der Boss himself. Ey, dreiste Rapper fordern Albendeals, obwohl auch nach Jahren nichts geknallt hat wie im Kalten Krieg. Dann machen die so Songs und gestalten die nach französischem Muster wie Toile de Juif. Diese Misthaufen, scheiß drauf, ich bin King und schmeiße paar Drinks wie bei meinem Schiffstaufen. Für paar zigtausend, Zeit sich zu feiern, manchmal hau ich mich selbst vom Hocker, als wollte ich mich am Strick aufhängen. Geh zum Balkon, Sims nach draußen, baller in die... Manchmal hau ich mich... Mokassins, daran habe ich gedacht, genau. Ja, also der Vibe ist Wahnsinn. Also es ist ein sehr, sehr, sehr entspanntes Intro, finde ich bisher. Vom Hocker, als wollte ich mich am Strick aufhängen. Ich hau mich selbst vom Hocker, als würde ich mich... Da sind schon sehr schöne Lines dabei. Ein paar Drinks wie bei meinem Schiffstaufen. Für paar zigtausend. Zeit sich zu feiern. Manchmal hau ich mich selbst vom Hocker, als wollte ich mich am Strick aufhängen. Geh zum Balkon, Sims nach draußen. Baller in die Luft, hab Patronen im Lauf drin. Los, alle aufstehen. Der Don is back. Fly mit der Kanone wie Baron von Münchhausen. Der Boss wieder laid back. Die Straße machte mich zu einem Made Man. Für jeden Rapper, der mich fickte, trag ich ein Face Tat. Lass mich nicht mehr bezahlen mit Paycheck, sondern Daydates für ein Gig. Cruise durch die Nacht in mein Maybach. Ich war der Erste mit BBS-Steinen im Bracelet. Lass mich nicht bezahlen mit Paychecks, sondern Daydates, der Boss wieder laid back. Der Boss wieder laid back. Sehr entspanntes Intro, würde ich sagen, ne? Asche-Einflüsse auf jeden Fall hörbar, ja. Auf jeden Fall hörbar. Aber ich glaube, das hatte man ja auch im Video gesehen, ne? Sehr schön. Ey, sehr, sehr schönes Intro. Ich glaube, ich bin jetzt bereit, würde ich sagen, ne? M3 hat das nächste produziert. Warte mal, wir wollten ja noch ganz kurz hier reingucken. Laidback. Bei Laidback legte Kollega laut eigener Aussage hauptsächlich Wert darauf, die Attitude des Albums direkt im ersten Song zu bestimmen. Dem Hörer solle bei diesem Opener direkt klar werden, was die bestimmende Richtung dieses Albums sein wird. Nämlich Rap, der laidback, also entspannt zurückgelehnt, über den Beat schlendert. Der dazugehörige, eher langsame Beat bekräftigt diese Intention. Boah, haben die überhaupt schon Homophonie? Okay, das habe ich zum ersten Mal gehört. Das war auf jeden Fall das Wortspiel mit dem auffälliges Kinn. Alles Hand dabei. Oh, da habt ihr mir geholfen, Alter. Da habe ich ein bisschen gebraucht, ne? Denn der trifft wegen Stoff an. Er braucht ein bisschen. Die haben jetzt noch nicht alle Wortspiele groß markiert, ne? Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Auf eine Zigarre. Oh, holde Maid, ihr seid hier zu unserem Turm gekommen. Auf eine Zigarre, immer mit dem Finger an der Knarre. Hör mir okay zu, bevor ich dich verscharre. Auf eine Bruder, Zigarre. Ich hab so Mittelalter-Vibes gerade, Mann. What the fuck? Wo ist der Hofnarr? Man bringe ihn mir. Auf eine Zigarre, immer mit dem Finger an der Knarre. Hör mir zu, bevor ich dich verscharre. Auf eine Zigarre, Kofferraum ist voll von heißer Ware. Ich steck mal in Bündel, weil ich nie verharre. Auf eine Zigarre, hinterlass dein Körper in der Stache. Wenn Fall du da mich anblickst, siehst du einen Zaren. Auf eine Zigarre, ich bekomm mein Recht, auch wenn ich's nicht hab. Einfach nur, weil ich drauf beharre. Ist gerade das komplette Gegenteil vom Intro, ne?
Also dafür, dass das Intro zeigen sollte, wie das Album sein soll, ne, so ein bisschen laidback und so weiter, hat er ja ein bisschen mehr Energie drin. Ne? Hey, auf eine Zigarre wie Banderolen. Ich lausche gern dem Knacken von Grammophonen. Wenn ich vor Palisander-Kommoden in eleganter Robe pose wie Alexander der Große. Der Hofner, der Lauch hat sich nen Fauxpas erlaubt und bei der Frage nach seinem Lohn die falsche Tonart gebraucht. Ich bin kein Unschutzlamm, ich look ihn ohne Grund zusammen. Seitdem geht der nicht an mir vorüber ohne Mundschutz an. Nerv mich, alright, du nervst mich zur Zeit. Man hört ihm einfach so gerne zu. Ich weiß gerade noch nicht so, ob's meins ist, muss ich ehrlich sagen. Dein Scheiß kostet mich Nerven und Zeit. Auf eine Zigarre, der Anzug sitzt perfekt. Haare wie geleckt, wie eine Katze, die sich schlägt. Ich seh immer wieder über Boss auf Fanfotos aus. Du willst auch, aber trägst Sachen mit Brandlogos drauf. Du willst mich herausfordern, stimmt es, du Inzestsohn? Such mal deine Eier, du kriegst Pimpslaps als Finderlohn, yeah. Mein bester Freund heißt Walter PP. Kalter Schnee weht vom Fenster meines Alpenchalets. Ich verpass nix, in Deutschrap ist gar nix los. Und die Zahlen gehen runter wie beim Matrix-Code. Viele können nicht mal mehr die... Ey, schön bildlich alles, muss man sagen, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir schon mal gefällt. Sind jetzt noch nicht so kranke Wortspiele oder sonst was dabei. Ist wurscht. Ich weiß gerade nicht, ob ich Fan vom Beat bin. Irgendwo ist der geil, aber ich sag mal so, hätte ich einen Tory Lanez oder so da drauf gehört, glaube ich, wäre das ein ganz anderer Vibe. Wisst ihr, was ich meine, so? Und Koller auf so einem Beat ist gerade für mich noch so ein bisschen Mittelalter-Vibes irgendwie. Hauspreise zahlen und hängen an dem Major wie eine Kriegsauszeichnungsnadel. Feinde killen. Die hängen an dem Major. Er meint natürlich Major-Label und Major den Grad. Mal mehr die Mietshauspreise zahlen und hängen an dem Major wie eine Kriegsauszeichnungsnadel. Feinde killen gehört zu meinem Gebietsausweitungsplan und der Kripo-Kommissar durchsucht das T-Kurz-Mobil. Ja, 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 ich sag. Auf eine Zigarre. Was war das für eine Reimkette? Und dann noch dieses Ja, ja, ja. Und der Kripo-Kommissar durchsucht das T-Kurz-Mobil. Ja, 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 ich sag. Auf eine Zigarre, immer mit dem Finger an der Knarre. Hör mir zu, bevor ich dich verscharre. Auf eine okay, Zigarre. Beim zweiten Mal kommt die Hook cooler, muss ich sagen. Ich steck mal die Bündel, weil ich nie verharre. Auf eine Zigarre, hinterlass dein Körper in der Starre. Wenn du mich anblickst, siehst du einen Zaren. Auf eine Zigarre, ich bekomm mein Recht, auch wenn ich's nicht hab. Einfach nur, weil ich drauf beharre. In den Kreisen, wo ich bin, weil da niemand hört Drake. Weil da dann beim Training nicht dein Bizeps-Curl geht. Der Boss hat no emotions, kick paar Wordplays. Und ist vor der Kanne abgebrüht wie der Earl Grey. Ey, damals glaubt ihr zum Schuss sicheren. Der Earl Grey, Tee natürlich gemeint, ne? Wow. Abgebrüht wie der Earl Grey. Ey, damals Dope-Deals im schusssicheren Lieferwagen. Heute im Spa und es duftet nach Kiefernadeln. Ich bin in Rente, Kriege waren gestern. Jetzt ist viel Harmonie wie das Wiener Orchester. Also auf eine Zigarre, es ist der Boss, der Knowledge droppt. Ja, viel Harmonien, das ist auch ein schönes Wortspiel. Okay. Du sagst, soll er doch, toller Job. Ich bin voll geschockt, wenn ich Rapper sehe, denn durch paar Schläger kriegen die auf einmal Balls. Golfplatzloch, tauch im Gerichtssaal mit Sex Appeal auf. Der Richter tickt aus, wie im Mescalin-Rausch. Paar Morde sind heute Thema, er zieht ordentlich vom Leder wie der Boss, wenn da noch Schnee lag auf der Chesterfield-Couch. Sagte mein Freund, ich tat dir einiges angefallen. In letzter Zeit ist da einiges angefallen. Ohne Fun, du wirst von meinem Dobermann, wenn der Boss sich mit dir gleich nicht einiges angefallen, also komm mal her. Auf eine Zigarre, immer mit dem Finger an der Knarre. Hör mir zu, bevor ich dich verscharre. Auf eine Zigarre, Kofferraum ist voll von heißer Ware. Ich steck mal die Bündel, weil ich nie verharre. Auf eine Zigarre, hinterlass dein Körper in der Starre. Ich muss sagen, sobald dieses tiefe Klavier kommt, ist es, finde ich's geil. Also Hook, glaube ich, ist das, ne? Aber irgendwie in den Parts, es ist nicht mein Beat, was ich bei Kolle feier oder so. Muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Da wird bestimmt einige mehr geben. Ich bekomme mein Recht, auch wenn ich's nicht hab. Einfach nur, okay. Weil ich drauf beharre. Beharre! Harry! Auf eine Zigarre! Oh, diese Akkorde, Mann! Das ist halt richtig Kolle. Boah, sehr, sehr schöner Beat, aber. Ich glaube, nur einfach zusammen mit Kolle, glaube ich, nicht so meins, muss ich sagen. Michael Corleone, du bist Michael ohne Kohle. Die Line war so nice. Don Corleone, M3. Ha? Chor? Machen wir gleich. Kapi. Ja. Ey.
Meine Odyssee, begleitet von Sirenen. Auf der Straße aufgeblüht wie eine Orchidee. Dawn Life, so wie Pablo, bleibt mein eigener Capo. Der Soundtrack meines Lebens auf einem Steinway-Piano ist es. Don Corleone, yeah, yeah. Ich mach mein Money anderweitig, ist es. Don Corleone, denn deutscher Rap wird langsam peinlich. Gleiches Meeting, etwas Mundwasserpflege. Was gibt's für Optionen? Ich erkundschafte Pläne. Ey, darf ich erstmal ganz kurz eine Sache sagen? Ja, ich feiere die Qualität bisher auf diesem Album. Also die Singles hatten gute Quali, die Songs, die wir bis jetzt gehört haben, das war nicht immer so. Ne? Ihr wisst, dass die Qualität bei Kolle irgendwie sehr, ja, irgendwie sehr schwankt, habe ich das Gefühl. Und ich meine, der Engineer bzw. Produzent wechselt halt auch sehr, sehr oft. Ne? Und bis er da mal einen gefunden hat, ich muss sagen, gefällt mir vom Sound her, ne? Ich muss schauen, dass ich meinen Umsatz vermehre, doch die Kunstsammler-Szene ist halt unfassbar träge. Ich hab auch kein Nerv mehr für so Börsenmaklerei. Dafür kann ich irgend so einen Nerd bezahlen, das reicht. Ihr kennt vom Hörensagen so einen Mörder, krassen Scheich. Ihr seid Dubai-Scammer, was schon eure Körpersprache zeigt. Aha. Dafür sollt ihr in der Zelle sitzen ewig. Grünschnäbel hinter Gittern, Wellensittich-Käfig. Du hast zweimal schon erwähnt, dein Startup-Unternehmen. Ihr habt da deine Idee, doch der Warenumsatz fehlt. Du hast Hunger, komm und isst das Hundefutter auf. Ich teile wie ein Kommunist das Hundefutter auf. Don Corleone, buch ein Zugticket, komm persönlich. Ich leb bonzenmäßiger als Ludwig der Sonnenkönig. Meine Odyssee, begleitet von Sirenen. Auf der Straße aufgeblüht wie eine Orchidee. Don Life, so wie Pablo. Also es geht, ich würde gerade sagen, so vom Sound her geht's in eine geile Richtung, ist aber irgendwie noch nicht so ganz, wo ich sagen würde, so okay, haut mich gerade um. Ich finde den Beat cool, also man hat auf jeden Fall Kopfnicker. Ja, aber mehr habe ich gerade noch nicht so ganz. Mein eigener Capo, der Soundtrack meines Lebens. Absolut. Auf einem Steinway-Piano ist es. Don Corleone, yeah, yeah, ich mach mein Money anderweitig, ist es. Ich glaube, ich weiß, was es war. Also an sich fand ich sau nice, aber diese Betonung am Ende von der Zeile, dieses ist irgendwie nicht so meins, glaube ich. Bis jetzt. Denn deutscher Rap wird langsam peinlich. Yeah. Wo geht mein nächstes Invest rein? Eigens für die Frage richtig Thinktanks ein. Zeit etwas ans Whiteboard zu klatschen, zum Gutheißen. Vielleicht ja im Reitsport Fuß fassen wie Hufeisen. Nee, obwohl meine Reitlehrerin meinte, sie kennt keine Jobs, die solche Zeitfresser sind. Ein Makler steckt Geschäftsideen vor und denkt, er macht da eine glänzende Figur. Academy Award, sein Portfolio sieht auf... Macht da eine glänzende Figur wie... Als ob er die Zeile noch nicht hatte. Irgendwie sowas hatte er schon mal, aber ich weiß gerade nicht was, Mann. Papier ganz nett aus, ich steck 4 Mio rein und hol circa 6 raus. Alles schon gehört, alles schon gesehen. Die größte Quasselbacke sitzt im Markt. Fantastische Figur wie ein plastischer Chirurg. Das war's, genau richtig, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, irgendwo erkennt. Oder mit Oscar hat er auch was gesagt. Ich verleihe im Bett keinen Oscar, doch gebe eine glänzende Figur ab. Genau. Zwei Zeilen, die auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Alles schon gesehen, die größte Quasselbacke sitzt im Maklerunternehmen. Ich lass mir nichts erzählen. Dein übertriebener Scam, ein Pyramidensystem wie die Tunnel in Gizeh, bitte geh. Nochmal, was ist mit dem Tunnel in Gizeh? Das klang. Das Scam, ein Pyramidensystem wie die Tunnel in Gizeh, bitte geh. Ah, Pyramidensystem als Wortspiel dazu. Ich bin ein geradliniger Mann und leg Wert auf Transparenz wie in meinem Glasvitrinenschrank. Ich hab lange Zeit von Punchlines gut gelebt, doch mir stets ein neues Standbein zugelegt. Piratenkapitän, Don Corleone, mit Gold auf der Reiterkoppel. Ich stolz hier an euch vorbei, stolz wie ein eitler Gockel. Meine Odyssee, begleitet von Sirenen. Okay. Auf der Straße aufgeblüht wie eine Orchidee. Don Life, so wie Pablo, bleibt mein eigener Capo. Der Soundtrack meines Lebens auf einem Steinway-Piano ist es. Das Steinway ist halt, so ein schöner Flügel. Don Corleone, yeah, yeah, ich mach mein Money anderweitig, ist es. Don Corleone. Denn deutscher Rap wird langsam peinlich. Ist schon ein schönes Wortspiel, ne? Mit Don Corleone und so. Okay, den Song fand ich cool, muss ich sagen. Geht auf jeden Fall in die Richtung, auf die ich Bock hab, Mann. Auf die Richtung hab ich Bock, Alter. Oha, wir haben schon das erste oder eigentlich... Fast einzige Feature. Kopf oder Zahl mit Farid zusammen. Produziert von Josnes. Josnes, geistesgestört. Der hat einfach für Spider-Man 2 und so weiter, für die Games, macht der Musik. Alter, geht mal auf sein Instagram. Der Typ macht alles richtig, Mann. Und Johnny Instrument dabei. Jawohl.
Juristische Grenzfälle, niedrige Hemmschwelle, Endstelle, Rapper, miese Respektschelle. Kam auf Index wegen kritischer Textstelle. Peace an die G's, depressiv in Arrestzellen. JWG für immer, real until the end. Tiefgelegter Benz, der nicht für Klimakleber bremst. Siegerlächeln glänzt, Kollege der Endboss. Noch mit 50 ficken wir die Szene in Tanktops. Ewige Bang Bros, Mütter wollen Unterhalt und wedeln mit nem Ultraschall wie Vega im Fanblock. Player wie James Bond, lass mal die Gefühlsdose leihen, sonst pack ich deinen Kopf ins Kühl. Ruhe in Eis, wir sind Feldmacht. Die Gesellschaft will uns gerne ändern. Aber Boss und Banger sind nur schwer zu gendern. Wir stemmen deine Zentner schwere Mutter hoch im Aero-Center. Und die Boss und Banger sind schwer zu gendern. Brändern, wie bei Kerzenständern. Du willst mit uns erwachsen. Bruder, wenn man mal über die Zeile nachdenkt, ne? Ist gut. Und die Ärmchen brändern, wie bei Kerzenständern. Du willst mit uns erwachsen reden. Was bei dem Gespräch rauskommt, sind deine Backenzähne, Hundesohn. Alte Feinde, aber neuer Slogan. Ich lass die Fäuste oben, auch wenn sie Leute holen. Und wenn du denkst, die Hoffnung ist weg, siehst du im Mondschein das doppelte F. Kopf oder Zahl, wir wollen dein Kopf oder Zahl. Sonst ist JBG back. Jetzt zeig dir Fotzen Respekt. Siehst du im Mondschein das doppelte F. Kopf oder Zahl. Druck muss ich sagen, bisher noch nicht so meins. Wir wollen dein Kopf oder Zahl. Sonst ist JBG back. Wir kamen in das Game wie zwei Asteroide. Siehst du uns auf der Street, schreist du Asteroide. 2008 im Okay, das ist der Farid, den ich feier, Alter. Ja, Mann, er fängt direkt mit einem Spit an. Okay. Siehst du uns auf der Street, schreist du Asteroide. 2008 im Ghetto mit nix. Doch am Ende dann rich wie Number 10 von Madrid. Ah, jeder fragt rich. Mich, hast du mit Kollegen Streit? Nein, aber wenn du es hast, schlage ich mit Totschläger ein. Nicht nur die Moneten teilen, sondern auch Probleme teilen. Die Stärksten fusionieren sich, wir könnten Gogeta sein. Jeden Rapper Gogeta, Alter. Ah, dafür ist aber auch Farid bekannt, ne? Für die Dragon Ball Lines und so weiter. Der Typ liebt Dragon Ball, gut so. Wir teilen die Stärksten fusionieren sich, wir könnten Gogeta. Es hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit Roid Rage. Also ist nicht ganz so, sag ich mal, energiegeladen so, aber es geht halt wieder um die beiden natürlich, das legendäre Duo, ne? Jeden Rapper schon gefickt, keiner fehlt. Ja, dann muss man manche Rapper eben zweimal nehmen. Du gehst bei Tageslicht neben Großstadtblocks und wirst vom Banger lang gemacht, Teleskopschlagstock. Eine alte Frau legt dir Tarotkarten und sagt, Farid Bang wird dich K.O. schlagen. Alte Feinde, aber neuer Slogan. Ich lass die Fäuste oben, auch wenn sie Leute holen. Ah. Und wenn du denkst, die Hoffnung ist weg, siehst du im Mondschein das doppelte F. Kopf oder Zahl. Boah, nee, Hook werde ich nicht warm mit, Alter. Werde ich leider nicht warm und mit. Und dein Kopf oder Zahl. Sonst ist JBG back. Jetzt zeig dir Fotzen Respekt. Siehst du im Mondschein das doppelte F? Kopf oder Zahl? Wir wollen dein Kopf oder Zahl. Sonst ist JBG back. Und wenn du denkst, die Hoffnung ist weg, siehst du im Mondschein das doppelte F? Kopf oder Zahl? Wir wollen dein Kopf oder Zahl. Sonst ist JBG back. Okay. Ja, war okay irgendwie. Also ich fand Farids Einstieg auf jeden Fall nice, muss ich sagen. Ich lebe bonzenmäßiger als Ludwig der Sonnenkönig. Louis XIV ist das gewesen, ne? Genau. Irgendjemand hatte gerade gefragt, ne, siehst du im Mondschein das doppelte F? Also ich schätze mal Felix und Farid? Okay, kommen wir zum nächsten. Luxury. Dreh auf. Okay, machen wir. Ich dreh auf. 6:01 in der Früh, ich bin langsam genervt. Frederik, schwing die Hufe wie ein tanzendes Pferd, welch unmögliches Benehmen. Die Dienerschaft hat pünktlich vor dem König anzutreten, wie in römischen Arenen. Sowas möchte ich nicht mehr sehen, sonst ziehe ich Handschusswaffen, um dich in Schach zu halten. Wie Magnus Carlsen, damals Haschtika nur knapp vorbei an Knastgitterstäben. Heute siehst du einen Vertrag. In Schach zu halten, Magnus Carlsen, ist das nicht der beste Schachspieler? Auf jeden Fall ist das ein sehr bekannter Schachspieler, okay, in Schach halten. Wie in römischen Arenen, sowas möchte ich nicht mehr sehen, sonst ziehe ich Handschusswaffen. Um dich in Schach zu halten, wie Magnus Carlsen. Damals Haschtika nur knapp vorbei an Knastgitterstäben. Heute siehst du einen fantastischen Palast sich erheben. Alles ist Luxury. Doch kommt aus der Papst, verdiene mehr als dein Arzt. Doch trotzdem haten und hassen sie. Ja, sowas hab ich erwartet. Deshalb ist bei mir alles Luxury. Mehr Gold als der Papst, verdiene mehr als dein Arzt. Doch trotzdem haten und hassen sie. Lauf in meinen Schuhen, sie passen nie. Hört man da Asche im Hintergrund singen? Lauf in meinen Schuhen, sie passen nie.
ich glaube, ja, ich glaube, die hohe Stimme, das ist ganz, ganz, ganz leise hört man Asche. Ich bin nicht anders, ich bin adelsgeschlechtlich. Herrschaftliches Anwesen, die Lage ist prächtig. Im Saal steht ein 60 Quadratmeter Esstisch. Yeah. Hohe Decke, so wie Aladins Teppich. Der Boss am Start mit der Technik wie Science Fiction. Andere Alben floppen. Hey, ich erwisch mich die ganze Zeit dabei, dass ich versuche, eine Zeile zu verstehen und dann kommt schon längst eine neue Zeile. Oh, es nervt so hart. Ist prächtig im Aber das ist ein Grund, einfach das ganze Album auch mehrmals zu hören, ne, bis man alles versteht. Die Lage ist prächtig. Im Saal steht ein 60 Quadratmeter Esstisch. Hohe Decke, so wie Aladins Teppich. Der Boss am Start mit der Technik wie Science Fiction. Andere Alben floppen, aber Science Fiction. Muss man schon sagen und neidlos anerkennen. Denn er scheißt auf alle Trends, bleibt zeitlos wie dein Handgelenk. Denn ja, du würdest dich gerne. Bleibt zeitlos wie dein Handgelenk. Ja, da disst da einfach mal die Leute, die sich keine Uhr leisten können, ja? Denn er scheißt auf alle Trends, bleibt zeitlos wie dein Handgelenk. Denn ja, du würdest dich gern wie deine Rap-Idole kleiden. Doch auf keinsten, du kannst dir nicht mal eine Pepsi-Roli leisten. Geschweige denn, meine Herrschaft. Du kannst dir nicht mal eine Pepsi-Roli leisten. Bruder, ist die nicht voll teuer, Mann? So 20, 30 K oder so? Das ist nix für den, ne? Du würdest dich gern wie deine Rap-Idole kleiden. Doch auf keinsten, du kannst dir nicht mal eine Pepsi-Roli leisten. Geschweige denn, mein herrschaftliches Anwesen. Ich geschweige denn, mein herrschaftliches Anwesen. Diese alles Stimme, Alter. Trag mehr Gold als der Papst, verdiene mehr als dein Arzt. Doch trotzdem haten und hassen sie. Lauf in meinen Schuhen, sie passen nie. Geile Hook, geile Hook. Doch. Hook geil, Beat geil, Parts nice. Also bis jetzt würde ich fast sagen, bis jetzt mein Favorite, glaube ich so. Das ist genau der Vibe, den ich von dem Album erwartet habe, muss ich sagen, ne? Verdiene mehr als dein Arzt, doch trotzdem haten und hassen sie. Lauf in meinen Schuhen, sie passen nie. Der Boss schaut herab vom riesigen Balkonensims, als ob er der Abkomme von britischen Baronen ist. Weiße Säume. Was? Als ob er was ist? Was? Der Boss schaut herab vom riesigen Balkonensims, als ob er der Abkomme von britischen Baronen ist. Weiße Säumen wie die griechische Akropolis. Ich versteh's nicht. Im Balkonensims, als ob er der Abkomme von britischen Baronen ist. Weiße Säumen wie die griechische Akropolis. Ziel sicher endlich auf kitschriger Patronenclips. Denn es wird von meinem Haus gerne rumgelungert, in der Hoffnung gleich kommt er raus und bringt Hundefutter. Das hat voll vermiente Wiese vom Domizil. Sieh, ich mach gute Miene zum bösen Spiel. Hier ist ne Kamera, dort ist eine Kamera, hinten eine Kamera, vorne eine Kamera. Hightech-Shit, keine nordische Saga. Doch das Ding an der Seite von dem Tor ist der Hammer. Denn sie zeigt bei Nacht sich doch bunte Farben. So kann ich in meinem Palast sicher schummern abends. Du bist ein waschechter Unglücksrabe. Denn du hast kein Haus in fantastischer Grundstückslage. Alles ist Luxury. Nö, hab ich nicht. Gott, der Gott ist der Papst, verdiene mehr als dein Arzt. Doch trotzdem haten und hassen sie. Lauf in meinen Schuhen, sie passen nie. Deshalb ist bei mir alles Luxury. Mehr Gold als der Papst, verdiene mehr als dein Arzt. Doch trotzdem haten und hassen sie. Boah, schönes Lied. Im Hintergrund würde ich am liebsten wieder sagen, ey, das hat so ein bisschen Children-Vibe wieder, ne? So ganz leicht, aber würde ich jetzt gerade nicht sagen. Okay, geiler Song. Auf jeden Fall Favorite. Ich komme mit herrschaftlichem Anwesen. Chille herrschaftlich im Anwesen. Macht eurer Herrschaft Licht im Anwesen. Ihr sollt es sehen, kommt Herrschaft. Macht eurer Herrschaft Licht im Anwesen. Macht eurer Herrschaft Licht im Anwesen. Ihr sollt es sehen, kommt Herrschaft Licht im Anwesen. Grad zum O, ein herrschaftliches Mannwesen. Was? Ein herrschaftliches Mannwesen? Er ist ja auch schwer zu gendern, ne? Boss und Banger. Das ist natürlich sehr schwer. Ey, starker Song. Hat sehr viel Spaß gemacht, Mann. Wir sind schon direkt beim nächsten, Alter. Der Beat war geil. Dieser Bass, der da immer so reinkommt. Dü-düm, dü-düm. Geil, Alter. Ferrarität. Masri Asche, Phil Tunes, Voisin Beats. Oh, die habe ich noch nie gehört, glaube ich. Und Semi Beats. Den kennt man auf jeden Fall. Ferrarität. Okay. Ah, Gringo. Yeah. Goldenes Emblem mit Pferd und es steht Beverly Hills Cop Top Ferrarität. Berlusconi Game, Mafia Protégé. Noch weit vor Start, Stopp, Knopf, Top Ferrarität.
Gitarren sind wie Frauen, sie kamen, sie gehen. Doch einer blieb ich treu, der schwarzen Mercedes. Seit damals, als ich einst wo im Tape Deck pumpte. Doch wie sammelte ich gottverdammte Payback-Punkte? Welche Nummer, fragt die Kassenfrau voll Gastfreundlichkeit. Na, der Maybach, wissen Sie die Zapfsäule? Jetzt fühle ich mich voll wie beim Hood-Tapes oder so. Oder nee, bei den Hood-Tales tatsächlich, wo er einfach nur eine Geschichte erzählt. Das klingt gerade so ironisch wie der Rap, ne? Das klingt gerade so anders. Sehen Sie denn nicht, der Schwarze da hinten? Okay, Schwarz kann schnell zwischen all den Farben verschwinden. Mir wird klar, als die Lage verflixt ist. Ich muss das mit strahlender, knalliger Farbenpracht fixen. Maybach weg, ein Ferrari muss her. Maybach weg, warte mal, ist das schon wieder irgendwas mit Shindy? Ah nee, war das nicht ein Bentley? Verschwinden, mir wird klar, als die Lage verflixt. Ich hab gerade gedacht so, warte mal, ich muss ein bisschen hinhören, Alter, ob das irgendwas mit der Geschichte zu tun hat. Wisst ihr noch, auf JBG, ne, von Farid die Geschichte, wo er erzählt, was er mit ihm macht im Kofferraum und so weiter. Ich dachte irgendwie, das hätte vielleicht was damit zu tun. Das hat voll den Psycho-Vibe, das Ding, Alter. Ich muss das mit strahlender Klang. Ja, und dann nehme ich dich unter das, aber sag's der Mama nicht. Farbenpracht fixen, Maybach weg, ein Ferrari muss her. Ein Oldtimer-Modell wäre doch gar nicht verkehrt. Was für zu teuer, der ist knallrot wie Feuer. Manuell gesteuert wie ein Abstoß von Neuer. 80 Euro. Manuell gesteuert wie ein Abstoß von Neuer, Alter. Die Manuel Neuer. Manuell gesteuert wie ein Abstoß von Neuer. 80 Euro zwei, ich die Tankenfrau sagen. Ich hab sie schon gesehen, als sie hier angesaugt kam. Goldenes Emblem mit Pferd und es steht. Beverly Hills Cop, Top Ferrarität. Berlusconi Gang, Mafia Protégé. Noch weit vor Stadtstopp, Knopf, Top Ferrarität. Goldenes Emblem, mit Pferd und es steht. Beverly Hills Cop, Top Ferrarität. Berlusconi Gang, Mafia Protégé. Noch weit vor Stadtstopp. Also es erinnert mich auf jeden Fall todes an die ganzen Sachen, die er Richtung Shindy gedisst hat. Also wo er seine Stimme so ein bisschen angepasst hat, sag ich mal. So, das aber gar nicht meins, muss ich sagen. Ich find's jetzt auch nicht so hart unterhaltsam, ehrlich gesagt. Rarität. Yeah. Ich mag dieses prächtige Traumleben, nur eins mag ich nicht, und zwar dreckige Ausreden. Frederik will heute schon um 6 Uhr nach Haus gehen. Der hat heute geackert und geschleppt wie ein Maulesel. Ab zum Rari, schau, dass du den Staub da drauf putzt. Erzähl mir nicht, dass du zu deiner Frau nach Haus musst. Mach das schnell noch, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wie der Saunaaufguss, den du jetzt auch machen musst. Frederik, der sicherlich kein Traumkörper hat, legt trotzdem mit hoher Kondition die Staubkörner ab. Der dicke Mann gibt ja. Wie Frederik die ganze Zeit da drunter leiden muss, Mann. Macht sich total verrückt, als ob er sich gerade eine Psychose reinkifft. Krasser Sound, 600 PS sind unfassbar laut. Ich stech aus der Masse raus, wie ein Metzger im Schlachterhaus. Fährt auf der Haube wie eine Ralf-Lauren-Cap. Von Halbtot zu Knallrot, die Qualität. Goldenes Emblem, mit Pferd und es steht. Beverly Hills Cop, Top Ferrarität. Die Hook ist einfach Shindy pur, Alter. Diese Pause da drin. Mafia Protégé. Noch weit vor Start, Stopp, Knopf, Top Ferrarität. Ey, ich dachte am Anfang, als ich das Sample gehört habe, dass das so ein bisschen Richtung Chinatown oder sowas geht. Wisst ihr? So irgendwie in diese Richtung, aber leider gar nicht so. Ich glaub, hätte er normal da drauf gerappt, wäre es für mich ein Brett gewesen, so. Aber irgendwie gar nicht meins. Also diese Stimmlage macht mich wahnsinnig. Also ich konnte schon bei dem neuen MIB hier, Michi gegen Shindy, ey, das also hat mich wahnsinnig gemacht, muss ich sagen. Goldenes Emblem, mit Pferd und es steht. Beverly Hills Cop, Top Ferrarität. Berlusconi Gang, Mafia Protégé. Noch weit vor Start, Stopp, Knopf, Top Ferrarität. Ferrari, Rari. Rarität, ich hab Money, Money, das. Bruder, da denkt man halt wirklich, der trollt einen, oder? Alle sehen, knallrot hat mein Leben mehr Qualität. Denn niemand übersieht diese Ferrarität. Ferrari, Rari, Rari, Rarität, ich hab Money, Money, das sollen alle Bruder, sehen. Was ist das? Yeah. Studien haben mehrfach belegt, niemand übersieht diese Ferrarität. Okay, ist jetzt glaube ich eher nicht so für mich, ne, muss ich sagen. La Deutsche Vita, dazu sollten wir ein Musikvideo haben, jawohl. Produziert ist das Ganze von Masri Asche, Johnny Instrument, Oliver Melchers und Dinsky. Master von Volker Gebhardt ist auf dem ganzen Album so. Er sagte ja, hatte viel Spaß beim Aufnehmen. Ja, der hat auf jeden Fall Spaß gehabt. Das stimmt, ja. wie gesagt, das ganze Album ist, glaube ich, einfach nur, worauf er Bock hatte, ne? Und ich glaube, so muss man auch ein bisschen an das Album rangehen. Nicht, worauf wir Bock haben, sondern worauf er Bock hatte. Okay, La Deutsche Vita.
Müsste ja eigentlich so der Titelsong sein, oder? Ah, der Boss ist wieder auf frei. Was bin ich denn jetzt da? Ach, dieser wunderschöne Mali. Wunderbar. Aber das kennen wir. Pünktlich beim Dinner, das Schnitzel Wiener. Der Colt ist Walter, La Deutsche Vita. Der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Anderes Kaliber, La Deutsche Vita. Pünktlich beim Dinner, das Schnitzel Wiener. Der Colt ist Walter, La Deutsche Vita. Der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Anderes Kaliber, La Deutsche Vita. Du fliegst einmal im Jahr nach El Arenal. Dein kleines Reihenhaus ist nur zur Hälfte bezahlt. An Weihnachten hast du... Geiler Einstieg, Alter. Geiler Einstieg bisher, muss ich sagen. Einmal im Jahr nach El Arenal. Dein kleines Reihenhaus ist nur zur Hälfte bezahlt. An Weihnachten hast du daran Lichterschmuck. El Arenal ist Malle. Spießiger Look, so wie Schichtabuck. Das geht aus die Folge. Ich hab Antikoster. La Deutsche Vita, teurer Stil. Ich hab Massivgolter. Das ist der Absolute, ein Richard Milliardär. Hat irgendeiner hier ne Richard Milliardär? Kid, du willst dein Kuhdorf Richard Milliardär. Das war ein schöner Spit, Alter. Der Song macht Spaß, finde ich. Milliardär. Kid, du willst dein Kuhdorf entfliehen, ich will... Bietigheim? Wann war der denn bitte in Bietigheim? Hat der... Also, nee, Shindy wohnt ja gar nicht mehr da. Ach, Shindy wohnt doch gar nicht mehr da. Dahin, denn mein Arzt hat mir Ruhe vorgeschrieben. Keinen Bock nach New York zu fliegen. Lieber wird im deutschen Kurortgebiet in der Natursport getrieben. Ja. Zimmer... Scheiße, in der Gala-Folge. Ah, ich muss die Folge noch gucken. Arzt hat mir Ruhe vorgeschrieben. Okay. Keinen Bock nach New York... Ist das irgendwie geil? Zu fliegen lieber wird dem Deutschen. Ich finde die, also ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber die Proportionen stimmen alle irgendwie nicht so ganz. So irgendwie, der sieht die ganze Zeit so langgezogen nach oben aus, oder? Findet ihr nicht? Kurortgebiet in der Natursport getrieben. Zimmerfrühstück in einer Hotelsuite in München. Meine morgendlichen Wünsche kosten ordentliche Sümmchen. Ich hab. Ihr habt recht, da ist alles schwarz-rot-gold. Ihr habt recht. Na klar, La Deutsche Vita, rot, ja, du... Oh, bin gekillt, mich dann müde gefühlt, jetzt heißt La Deutsche Vita zwischen Rügen und Sylt. Pünktlich beim Dinner, das Schnitzel Wiener, der Colt ist Walter, La Deutsche Vita, der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Anderes Kaliber, La Deutsche Vita. Ah! Da haben wir's. Hier so ein bisschen Gold. So ein bisschen Gold, ja. Digga, die Hook ist geil, Mann. Pünktlich beim Dinner, das Schnitzel Wiener. Der Colt ist Walter, La Deutsche Vita. Der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Anderes Kaliber, ja, diese Brille, La Deutsche Vita. Ich roll staatsmännisch im Benz, im staatsmännischen Benz. Die Reifen kriegen Burnout wie nach all den Jahren nicht selbst. Tut mir leid, wenn du die Lage nicht erkennst. Doch das Biss erzeugt nur abgewichste Schwänze wie Massagen Happy Ends. Da wird Geld nachgejagt. Ich bin voll im Eimer und greif zum letzten Strohhalm wie du auf El Arenal. Auf was hat der mit El Arenal die ganze Zeit, Mann? Die Ostsee, Wellness ist erfrischend. Schwimmt mein Eis kalt in den Wellness ist erfrischend. Kaum einer versteht es. Ich feier den Song hart, Alter. Ohne Scheiß. Ich liebe den Flow, die Dynamik in dem Beat, alles. Coach am nächsten. Ich steppe wie ein Rentner-Opa in die Semper-Oper Dresden. Hallo. Manchmal chillt der Boss auch in seinem Mosel-Domizil, wo er eine ruhige Kugel schiebt. Profi-Bowling-Team. La Deutsche Vita heißt etwas Frühlingsluft verbreiten. Wie der Blümchenduft der Weiden in der Lüneburger Heide. Fühlst du, was ich meine? Ja, Boss, total. La Deutsche Vita zwischen Jagdschloss und Spa. Pünktlich beim Dinner, das Schnitzel Wiener,
Der Colt ist Walter, Woo! La Deutsche Vita. Woo! Der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Ich hab keine Ahnung, wie der Kaliber. Text geht, aber egal. La Deutsche Vita, pünktlich beim Dinner. Woo! Das Schnitzel Wiener. Woo! Der Colt ist Walter, La Deutsche Vita. Der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Anderes Kaliber, La Deutsche Vita. Coca-Musik, 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 Coca. 3, 2, 1, go. La Deutsche Vita. 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 Meint er das ernst? Bruder, das erinnert mich so an, kennt ihr noch Coca-Musik? Der, es ist ja nicht das erste Mal, dass der sowas macht. Wisst ihr, was ich meine so? Das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil. La Deutsche, La Deutsche Vita. La Deutsche Vita. La Deutsche Vita. Junge, das, also sorry, ne? Aber für mich wertet das den Song absolut null ab, finde ich, tatsächlich. Also ich finde es sogar geil. Also ich fand den ersten Teil heftig, muss ich sagen. Ich frage mich jetzt nur eine Sache. Ich glaube, bei Spotify ist der Song nur 4:30 oder so lang. Wo ist denn diese Techno-Version? Ist das auch auf Spotify? Müssen wir gleich gucken. Ja? Okay. Junge! Jeder schmeißt, keiner fängt, oder was? Okay. Mission complete, Bruder. Du kannst übernehmen. Was? Wie? Wie? Was meint er? Breite Straßen, hohe Zäune, old money, ich hab große Träume. Hohe Hecken, hohe Decken, Swimmingpools ohne Ecken. Riechst du diese Rosensträuche, mein Springbrunnen plätschert. Oh Bruder, genau das hab ich eigentlich von dem ganzen Album einfach erwartet, Mann. Das ist einfach nur Troll, Alter. Wind durch die Blätter, Kids kichern, klingt mein Orchester. 8:30 auf den römischen Ziffern, alte Bäume und die Vögelchen zwitschern. Dreh mich um und schau ein schönes Gesicht an. Bruder, wie sehr kann man den Song noch verarschen von Shindy, Alter? Oh fuck, die machen mich fertig, wirklich. Alter, das war sehr unterhaltsam. Boah, Däumchen hoch, Alter. Ey, also da muss ich jetzt mal ganz kurz, da müssen wir aber auch mal ganz kurz das anmachen auch, ne? Junge, Alter. Herr von Blume. Boah, der Song war hart. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Das erste Drittel ist vorbei und ich darf Ihnen an dieser Stelle feierlich verkünden, eine Nachricht, über die Sie sich sicherlich alle heute Abend freuen werden. So wurde ich, meine Wenigkeit, tatsächlich jüngst in den Adelsstand erhoben. Ah ja, schön. Ja, nein, vielen Dank. Alles gut. Und diese frohe Botschaft wollen wir heute gemeinsam zelebrieren mit dem folgenden. Ist es ein Adler? Ist es ein Flugzeug? Ist es Superman, der gerade spricht zu dem Fußvolk? Cool und bedrohlich, doch... It's a bird, it's a fly, no, it's Superman. What the fuck? Der Einstieg. Wollen wir heute gemeinsam zelebrieren mit dem folgenden. Ist es ein Adler? Ist es ein Flugzeug? Ist es Superman, der gerade spricht zu dem Fußvolk? Cool und bedrohlich, doch... Hä, Schatz, welches Sample ist das? Und Fu Panda.
True zu den Homies, gestatten, ich bin von Blume wie Honig. Yeah, und die Lage ist fresh, seit ich was erfahren hab. Ich würde eher sagen, so Timbaland-Vibes, oder? Also, er hätte so ein Timbaland-Ding aus den 2000ern oder so sein können. Also hätte ich jetzt gesagt, so, aber keine Ahnung. Ich bin von Blume wie Honig, yeah, und die Lage ist fresh, seit ich was erfahren hab bei einem Gala-Bankett. Ein Ahnenstammcheck und paar Vaterschaftstests ergaben mich, entstamme einem Adelsgeschlecht. Ja, tatsächlich, ein Ratschlag, leck mich. Wenn ich wen umarme, dann mit Nahkampftechnik. Hund, verpiss dich, du bist mir zu unterschichtig. Das ist ein rotes Tuch für mich wie ein Gala-Teppich. Auch wenn ich für meinesgleichen untertrieben klinge, doch Adel und Pöbel sind zwei grundverschiedene Dinge. Du machst Geld mit Werbe. Ah, Timbaland und Magoo, all y'all. Ah, sehr schön, hab ich ja doch richtig geschätzt. Ah. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen wie bei dem Song mit diesem Mittelalter-Beat, Alter. Das ist nicht das, was ich mit Kolle verbinde und gerne höre. Es ist. Ja. Nicht mit Pferdewetten an einem guten Tag, sind da locker 100 Riesen drinnen. Letztens ging ich fürchterlich entspannt in ein bürgerliches Amt in vollkommener Ruhe. Ihr Name? Felix, Martin, Andreas, Matthias, Leonidas, Herkules von und zu. Herr von Blume dies, Herr von Blume das. Okay. Herr von Blume fies, Herr von Blume krass. Herr von Blume, geben Sie uns Brot und Spiele. Herr von Blume aus der deutschen Großfamilie. Herr von Blume dies, Herr von Blume das. Herr von Blume. Ja, das ist doch ein Trollding, Alter. Herr von Blume krass. Herr von Blume, geben Sie uns Brot und Spiele. Herr von Blume aus der deutschen Großfamilie. Ich weiß Bescheid jetzt durch virtuelle Nachverfolgung. Ein Hoch auf das Wirkungsfeld der Ahnenforschung. Meistens trifft man sich an irgendwelchen Badeorten. Ich gehör zur Oberschicht wie Kirschen auf einer Sahnetorte. Und achte streng wie ein Salafisten-Mob auf Etikette. Wie du in deinem Lageristen-Job. Was ich mir bei Galas niemals vornehme, ist Lachen. Und wenn, dann ein zurückhaltendes Vornehmes Lachen. Du machst auch auf adlig, wirkt bisschen unecht. Einfach so einen Stammbaum picken wie ein Buntspecht. Bruder, also sorry, aber La Deutsche Vita war so ein Brett gerade. Ich komme bei dem Song gerade noch nicht so ganz rein. Also ist mir irgendwie, nee, Beat und er zusammen ist irgendwie gerade nicht meins. Du Bauer, ich bin der Lehnserhalt. Bitte den Mund jetzt, ich ficken mein Grundrecht. Ey, du hast eine Menge Makel. In mir steckt ein Prinz, als wäre ich Meghan Markle. Ich wusste, dass er Meghan Markle darauf reimt, ne? Das war klar, ne? Das war klar. Ey, du hast eine Menge Makel. In mir steckt ein Prinz, als wäre ich Meghan Markle. Felix, Martin, Andreas, Matthias, Leonidas, Herkules, voll und zu. Herr von Blume dies, Herr von Blume das. Herr von Blume fies, Herr von Blume krass. Herr von Blume, geben Sie uns Brot und Spiele. Herr von Blume aus der deutschen Großfamilie. Herr von Blume dies, Herr von Blume das. Herr von Blume fies, Herr von Blume krass. Herr von Blume, geben Sie uns Brot und Spiele. Herr von Blume aus der deutschen Großfamilie. WG-Fans sagen, wir peilen Kolle nicht mehr. Ey, yo, Kolle, warum sprichst du so geschwollen daher? Ich entsage mich dem Rapper-Jargon. Seit meinem Aufstieg in die Oberschicht wie ein motherfucking Wetterballon. Machten die Straßen unsicher, als ob wir Schlaglöcher seien. Heutzutage kehrt man feiertags im Jagdschlösschen ein. Es sind Smalltalks im Pferdegestüt. Schon gehört, dass Anna Philipp um sein Erbe betrügt? Im Golfclub fragen alle schon, wann wehrt sich der Typ? Der ist ne halbe Portion wie ein Sternemenü. Der Big Boss ist ne Kante und durch Gegenwind geformt wie die Klippen am Atlantik an der Küste der Bretagne. Wir sind reich und sind schön, doch das Mann in der Erziehung, die Kleinen verwöhnt, ist in unseren Kreisen verpönt. Also ich hab jetzt bei 2, 3 Songs bisher so das Gefühl, ich weiß nicht, man hätte vielleicht neben der Battle-EP noch irgendwie so eine Troll-EP oder sowas machen können, keine Ahnung. Aber zumindest hatte ich den Vibe so. Viel mehr gern gesehen ist, wenn man ihn in ihren Scheitel schön zur Seite föhnt und sie früh ans Reisen gewöhnt. Trittst du auf wie der Boss, regelt sich alles von selbst. Charisma-Level eines Mannes von Welt. Landfürsten-Aura, attraktives Boss-Face, Schirmscham und Melone wie Margarita-Cocktails. Schirmscham, Melone wie Margarita-Cocktails. Ist da oben so ein kleiner Schirm drin, oder was? Ah ja, okay. Nee, ist nicht meins. Ist nicht meins. Savoir vivre. Masri Asche, Johnny Dinsky und Jossness. Egal. Oder die Kunst, das Leben zu genießen. Irgendwie so, das Wissen. Brianne war blöd, das Leben ist geschrieben. Viele kamen, es sind wenige geblieben. Ich asche in die Luft und du bist davon berieselt. Die Kunst zu leben, savoir vivre. Ich dominiere
nach Belieben. Die Asche der Zigarre bleibt wie Regentropfen liegen. Willst du etwas schaffen, ja, dann schaff dir Perspektiven. Die Kunst zu leben, Savoir. Kid, es ist der B-O-Doppel-S. Yes, stilvoll gedressed. Hab Paris schon geflasht, wie Marie Antoine. Schöner Einstieg, Mann. Geil. Also, Hook fand ich okay, so, aber der Einstieg. Die Kunst zu leben. Kid, es ist der B-O-Doppel-S. Yes, stilvoll gedressed. Hab Paris schon geflasht wie Marie Antoinette. Die Krise ist wack, wir feiern trotzdem stramm. And the roof is on fire, Notre Dame. Der Boss steppt in Club, lehnt sich erstmal an Tresen und macht mehr Money Rain als das Sterntaler Mädchen. Finger weg, ich geb dem Bart. Ich dachte, jetzt kommt eine Money Rain Line für Sadi oder so. Ändert da nix, denn der ist kein Mann. Auch sein Bart ändert da nix. Lass mal den Zirkus mit Flaschen jonglieren. Du Zappel, Philipp, ich wollte dir nur Macht demonstrieren. Wenn ich beim Abgang dann mein Dart mit dem Pfeil ziele, geht der vorne ins Bullseye wie ne Schmeißfliege. Aus nem Euro ne Million, aus ne Mio mach ich 20. Andere Rapper nicht, denn die sind viel zu krasse Junkies. Die hausen in nem Pappkarton im Dreck. Neue Hauptsache, ein Dach über dem Head, wie ein Axon-Circonflex. Hauptsache, ein Dach über dem, wie ein Axon-Circonflex. Sehr viele französische Anlehnungen. Ist geschrieben. Über den Buchstaben. Sind wenige geblieben. Ich asche in die Luft und du bist davon berieselt. Die Kunst zu leben. Savoir vivre. Schön. Ich dominiere. Ich muss sagen, ich gewöhne mich gerade auch an die Hook. Lieben. Ja. Die Asche der Zigarre bleibt wie Regentropfen liegen. Willst du etwas schaffen, ja, dann schaff dir Perspektiven. Ja, ist wieder so ein motivierender Kolle, ne? Die Kunst zu leben. Na, schön. Savoir vivre. Bitch, you better keep cool. Wie Igloos, hier kommt der Boss, live noch schöner als in Videos. Contenance, willst du den Job als Kinder-Au-pair? Schau in Irland, nennen sie mich Billy O'Neill. Warum haspelst du so rum und machst Sachen? Billy O'Neill, wegen dem O, ne? Auch eine coole Idee, okay? Nennen sie mich Billy O'Neill. Warum haspelst du so rum und machst Satzbau wieder vom Boss? Du stehst da bloß vor einem Pappaufsteller vom Boss. Der Echte steht hier drüben, hallo, hier bin ich. Hallo. Aufwachen, Madame, halluzinier mal nicht. Du hast als Begleitung deinen Boyfriend mitgebracht. Der hat zwar noch nichts gesagt, doch grad freundlich mitgelacht, der kann sich Kaschmir nicht leisten. Nee, Kaschmir nicht leisten. Dachte ich mir, das ist ein Zeichen, dass dein Hustle nicht nice ist. Fokus nicht on point, Disziplin, Mangel enorm. Geh mal zielgerichtet vor, wie ein Kriegspanzerteilrohr. So, ich hab jetzt keine Zeit mehr. Diese Reimketten sind halt schon, oh, der, also bei allen Songs muss man sagen, ne, wahnsinnig gut. Durch Abschaum zu verschwenden und komm Kraftausdruck verwenden, wie ein Armdrück-Contest-Champion, ich muss Nerven bewahren. Was? Mehr mit euch Abschaum zu verschwenden und komm Kraftausdruck verwenden wie ein Armdrück-Contest-Champion, ich muss Nerven bewahren. Denn Bewährungsauflagen gehen. Kann Kraftausdruck verwenden? What the fuck? Okay. Und komm Kraftausdruck verwenden wie ein Armdrück-Contest-Champion, ich muss Nerven bewahren. Denn Bewährungsauflagen gehen dezent auf die Nüsse wie Ferrero-Schokolade an die Arbeit, Mädchen. Putz den Festsaal. Schöner Vibe, wirklich. Also schöner Beat. Hook, wie gesagt, war ich am Anfang noch nicht so ganz dabei, aber ist eine schöne Hook. Oh, ich geb dir eine Deadline vor, wie ein Flatline-Monitor. Was dein Freund angeht, ich lad die Waffe leise nach, schieß ihn raus und Frederik wirft noch ein Waffeleisen nach. Hör Kollege und dein Leben wird gut, weil der Vorbild ist wie beim Museumsbesuch. Rihanna war blöd, das Leben ist geschrieben. Viele kamen, es sind wenige geblieben. Ich asche in die Luft und du wirst davon berieselt. Die Kunst zu leben, savoir vivre. Ich dominiere nach Belieben. Die Asche der Zigarre bleibt wie Regentropfen liegen. Willst du etwas schaffen, ja, dann schaff dir Perspektiven. Die ja, Kunst zu leben. Ja, Mann, doch. Geht vom Vibe voll in diese Richtung, ne? Kolle hören und Richtung Sonnenuntergang fahren, Alter. Genau wie bei, ach, ich sag jetzt mal 30,3 Miami Vice und weiß ich nicht was, ne? Voll, echt schön. Savoir vivre, die Kunst zu leben. Statt 9 to 5 von der Kunst zu leben. La vie royale, toute la journée, es lohnt sich in meiner Kunst zu stehen. Savoir vivre, die Kunst zu leben. Statt 9 to 5 von der Kunst zu leben. La vie royale, roi du soleil, ich belohne dich, du brauchst mir den Grund zu geben. Sagt er da auch schon wieder roi du soleil? Das ist wieder eine Anlehnung an den Sonnenkönig, ne? An Louis XIV, an Ludwig den 14., den wir vorhin schon mal hatten. Ne? Du brauchst mir nur einen Grund zu geben. Zum Beispiel kannst du anfangen, ein bisschen rumzufegen. Statt den ganzen Tag nur Unfug reden. Ohne Komma und Punkt zu reden. Dir lieber ein Tape auf den Mund zu kleben. Denn leider gibt's an dir kein rundes Rädchen, um dein Gequassel runterzupegeln. Oder stumm zu drehen. Oder so, ja. Schöner Song auf jeden Fall. Bosshaft bleiben ist der nächste Song mit Asche. So, Masri Asche, Undercover Molotov.
Boah, schönes Sample. Und diese Harfe dabei. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, wo ich heute bin. Mit Money hat der Fußballstar und ich seh kein End. Taschen voller Cash und Stacks, Money on the Bank durch Rap. Ich glaub nicht, dass es Zufall war. Yeah, immer Boss auf Bleib. Rapper werden Depri wegen ungesunder Lebensart. Statt pumpen und ins Training fahren, wird rumgelungert jeden Tag. Zielloses Treiben, schwache Einstellung wie ihre Mietwohnungsheizung. Dank Energiekostensteigerung ist es vorbei mit dem Tank. Schwache Einstellung wie ihre... Mann! Wegen Inflation, die hier schleichend vorangeht wie eine Einbrecherbande. Zö. Die ballern sich Alk in den Kopf, darum müssen die den Gürtel enger schnallen wie nach Post-Trafo. Ich will hier keine Angst verbreiten, Jungs. Krise kann auch geil sein, schaut euch anderweitig um. Ich zum Beispiel hatte Geld gespart für Schwanzverkleinerungen, doch stattdessen kaufe ich jetzt ein Haus per Zwangsversteigerung. Ich bring's langsam auf den Punkt wie beim Elfmeterschießen. Trotz Weltwirtschaftskrise läuft die Geldzählmaschine. Denkst du jetzt nicht um, bist du ein totgeweihter Mann? Dann überleg ich, wie ich mich an deiner Not bereichern kann. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, wo ich heute bin. Mehr Money als der Fußballstar und ich seh kein End. Taschen voller Cash und Stacks, Money on the Bank durch Rap. Ich glaub nicht, dass es Zufall war. Ich hab ein bisschen gebraucht, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hab so das Gefühl, dass Asche der nächste Sunny wird. Ja, wenn der so weitermacht, ne? Ernsthaft, also ich, das meinte ich ja letztes Mal auch schon, ich finde, der ist so musikalisch, der muss, also nicht, der muss, ne, aber ich würde mich freuen, wenn der einfach auf dem nächsten Album auch ein paar melodische Songs macht und, ja, aber auch harte, also der kann beides halt, ne, der kann beides. Schönes Ding, ja, das Ding, nachts im Auto, im Dunkeln, auf der Autobahn, chillig, Mann, chillig. Ja, yeah, immer Boss auf Bleib. Vom Fenster des Chalets rieselt. Der Part war geil, Alter, der Part war geil. Trocken runter, man zippt den Spätburgunder und trägt Cremetonpolunder. Im Hintergrund läuft irgend so eine Beethoven-Nummer. Yo, ich leb ohne Kummer, hab kein Krebs, sondern Hummer. Im Grunde genommen war ich... What the fuck? Hab keinen Krebs, sondern... Ja, okay, eigentlich ne, dieses Positive, ja. Beethoven-Nummer, yo, ich leb ohne Kummer, hab kein Krebs, sondern Hummer. Im Grunde genommen war ich mit 15 schon Legende. Kerniger Typ wie ein Nusslebkuchenmännchen. Bin heute milder, werd dich nutten, so nicht hänseln. Du hast schon genug mit deinem suppenbedingten Muskelschwund zu kämpfen. Ein Hundeleben ohne Stolz. Hast du das echt so gewollt? Dein Girl hat nicht die Hosen an, sondern ganze Overalls. Denkst du echt, dass mit der alten Ägypten Sinn? Die versklavt dich, als ob wir im alten Ägypten sind. Hast du denn überhaupt kein Testo? Wie alt bist du? Kann ich mal deinen Ausweis checken? Der Boss kriegt das hin. Hast du denn überhaupt kein Testo? Der zu lang an Mamas Rockzipfel hing wie eine Brautkleidschleppe. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, wo ich heute bin. Mit Money auf der Fußballstar und ich seh kein End. Taschen voller Cash und Stacks, Money on the Bank durch Rap. Ich glaub nicht, dass das Zufall war. Yeah, immer Boss auf Bleib. Wenn der Himmel grau ist und du bist traurig, stopp, immer Boss auf Bleib. Du hast keine Aussicht, weil du im Bau sitzt, fuck it. Boss auf Bleib. Boss auf Bleib. Immer Boss auf Bleib. Sieger lächeln auf, immer Boss auf Bleib. Ist das Leben hart wie der Asphalt, abprallen lassen, immer Boss auf Bleib. Boah, ohne Scheiß, ich glaube, das ist ein Song, den man öfter hören muss. Irgendwie ist der geil, der Song, aber irgendwie auch noch nicht so, dass ich sagen würde, jetzt direkt flasht er mich. Also Hook, muss ich ganz ehrlich sagen, hat gebraucht. Also fand ich nicht direkt am Anfang gut. Fand ich beim zweiten Mal angenehmer, muss ich sagen. Ich fand die Parts geil gerappt, muss ich sagen. Wir gehen weiter. Treibjagd. Let's go. Boss. Könnt ihr vielleicht noch was kriegen, so? Oh. Nein, Kleider. Ihr wisst doch. Was ist in Rente? Du kannst aber trotzdem noch einiges von ihm lernen. Der Boss ist eigentlich seit seinem ersten Album schon in Rente. Was Vernünftiges mal. Kleiner, nimm dir etwas von der Gänsefleischpastete. Herzlich willkommen in der Menschentreibjagdszene. Bring mal deine Schreckschuss zum Jagdsportverein. Wir bauen dir eine Mündung mit dem Schlagbohrer rein. Komm schon. Nein, wieder diese Stimmlage, Alter. Wir vollziehen mit deutschen Rappern eine Menschentreibjagd. Du erlebst in unserem Dunstkreis im filmreifen Shit. Doch Vorsicht, weil grad Brunftzeit der Wildschweine ist. Spitz die Lauscher jetzt, ich merk's doch. Da fällt einer aufgeschreckt ins laubbedeckte Erdloch. Ja, da liegt er mit mehrfachen Einstichen. Voll am Bluten wie beim Kampf mit Meerwasserhaifischen.
Da vorne läuft noch einer. Ich seh nix. Check das Fernglas mit Night Vision. Sehr krasse Science Fiction. Boom, erlegt. Das androgyne Schwein reiht sich formidabel zwischen meine Wandtrophäen an. Kid. Das Album ist bisher wirklich so sehr gemischt, ne? Also wirklich ernste Songs dabei und wirklich Dinger, wo ich mir denke, so hätte eine eigene EP irgendwie auch verdient, ne? Pack dich das Beutejagdfieber, nächstes Mal streckst doch du dein erst in Deutschrapper mit. Ich geh auf Treibjagd, abends um 7:30. Ich sitze in einer Seilbahn und schieße sie ab. Was zum Fick? Hier gibt es keine Freifahrt. Bis in die Nacht, da hilft dir auch kein Lifeguard. Der Boss. Ja, der Beat ist richtig schön. Also wirklich. Aber ich kann mit dieser Stimme nichts anfangen, Mann. Treibjagd, yeah. Treibjagd. Tröd, tröd, bis das Jagdhorn glüht. Wir treffen uns dort, wo der Schwarzdorn blüht. Kid. Das ist der Eignungstest. Besser beiß dich jetzt wie ein Treibhund fest. Folg dem Geierflug, schau zum Himmel empor. Hinterher wirf mal nicht so schnell die Flinte ins Korn. Wir vollziehen im Ententeich Tag wieder mal mit deutschen Rappern eine Menschentreibjagd. Komm Kleiner, es ist Treibjagdzeit. Du meinst schweißnass? Das ist ja Fleißarbeit. Kleiner, sei mal ein bisschen einfallsreich. Schon ist es so einfach wie das Einmaleins. Du willst ein paar Tricks? Ehrensache, Platte. Wenn die Bärenfalle rastet, ist das Schwermetall belastet. Der Deutschrapper. Ja, also dieses Lord-Ding von ihm, so dieses Image ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Wenn er deutlich widerstrebt, wird er fachgerecht wie ein abgehetztes Beutetier erlegt. Kid, da musst du kein Muffensausen kriegen. Nach nem Schuss in Bauch siehst du die kaputten Lauchs da liegen. War gar nicht so schwer. Ich sag's doch, Kollege. Glückwunsch, deine erste Jagdkopftrophäe. Ich geh auf Treibjagd. Treibjagd. Abends um 7:30. Halb acht. Ich sitze in meiner Seilbahn und schieße sie ab. Hier gibt es keine Freifahrt. Jagd bis in die Nacht. Ich könnte das schon mal im Auto hören. Ist schon so nachts, ne? Um 7:30 oder so. Da hilft dir auch kein Lifeguard. Der Boss auf Treibjagd, Treibjagd, komm schon, es ist Treibjagdzeit. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen Lo-Fi, ne? Würde ich schon sagen. Waldmannsheim, Treibjagd, toll, hast du gut erkannt. Und jetzt nimm all deinen Mut zusammen. Komm schon, es ist Treibjagdzeit. Hörst du die Fanfaren, Waldmannsheim, Treibjagd, Treibjagd, toll, hast du gut erkannt. Du fühlst dich, als wärst du Superman. Aufstehen, aufstehen. Scheiße, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch irgendwie ein Trollding ist, ne? Johnny am Start, okay. Mit Majo. Ich habe irgendwie Angst. Final Countdown Sample, okay. Aufstehen, ey, aufstehen, ey. Warst das ganze Tag schlafen. Aufstehen, ey, aufstehen. Oh nein, es ist genau, wie ich es mir gedacht habe, oder? Aufstehen, ey, aufstehen, ey. Warst das ganze Tag schlafen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid da auch schon alle wach? Die hübsche Bäckerin hat mir ein Pausenbrot gemacht. Ich geh raus und mach nicht schlapp, weil ich ausgeschlafen hab. Feierabend, Freitagabend wird sich ausgetobt im Club. Aufstehen, aufstehen ist ein Muss. Den Haffi mit nem Schuss. Haue auf den Putz, wie Bauarbeitertrupps. Frisch auf die Schicht mit nem Zahnpasta. Lächeln immer wach, ich mach nachts auch als Schlafwandler-Action. Logisch. Aufstehen. Natürlich, aufstehen. Machen wir alle, ne? Das ist nicht auf dem Album. Also du meinst nicht auf dem physischen Album, oder was? Bei der CD, oder wie? Verstehe ich ja gar nicht, warum der nicht da drauf ist. Aufstehen, aufstehen. Findest du den Beat wild? Boah, ich muss sagen, ich find den relativ langweilig, leider. Irgendwie, also bei der Melodie dachte ich so ein bisschen, joa, weiß nicht, nee. Ganzen Tag schlafen. Find's jetzt nicht so spannend, aufstehen, ehrlich gesagt. Was das ganze Tag schlafen. Aufstehen, aufstehen. Was das ganze Tag schlafen. Aufstehen, aufstehen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit La Deutsche Vita, ne, da muss ich sagen, Digga, das war schon krasser. Ja, okay, Techno ist auch nochmal was anderes, ne? Aufstehen, muss ich sagen, aufstehen, ja. Was das ganzen Tag schlafen, aufstehen, aufstehen. Was das ganzen Tag schlafen, aufstehen, aufstehen. Was das ganzen Tag schlafen. Du wachst immer morgens auf und wünschst dich weit weg. Das ist vorbei jetzt, der Song ist dein Lifehack. Aufstehen,
aufstehen. Ich hab starkes Mindset, dein Bett nicht. Der wär froh, wenn er meins hätt. Aufstehen, aufstehen, der Drill Instructor greift durch, denn bei euch ist keine Willenskraft. Hey, ich bin auf eine Sache richtig neidisch bei den Leuten, die die Box haben, ne? Die Tasse. Die Tasse sieht so gut aus, Mann. Ich hätte die gerne. Man nennt mich auf den Back, pfeifen Boss. Denn ich weck morgens den Hahn auf und schrei, mach deinen Job. Aufstehen, aufstehen, was das ganze Tag schlafen. Heißen Haffee. Aufstehen, aufstehen, was das ganze Tag schlafen. Aufstehen, aufstehen, was das ganze Tag schlafen. Aufstehen, aufstehen. Now everybody. Aufstehen, aufstehen. Das ganzen Tag schlafen, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Das ganzen Tag schlafen, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Das ganzen Tag schlafen, aufstehen. Kein Plan, Alter. Das klingt wie so ein Jamba-Klingelton-Song, Alter. Aufstehen, aufstehen. Das ganzen Tag schlafen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Aufstehen, aufstehen. Auch immer dieser aufstehen, Weckerton dazwischen, ne? Aufstehen, 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 aufstehen. Wache morgens auf in der Doppelbizepspose. Aufstehen, aufstehen, zack ich wie ne Toblerone. Ja, aufstehen. Du musst jetzt da rausgehen. Zack ich wie ne Toblerone. Der ist lecker. 3, 2, 1, hey. Aufstehen. Okay, okay. Ja gut, Geschmäcker und Humor sind unterschiedlich. Fand ich jetzt nicht so hart unterhaltsam, muss ich sagen. Gehen wir weiter zu Betonschuh. Masri, Asche, Johnny und Dinsky. Gun in dein Face, hey. Freier Fall, hey. Silencio, bang, bang, bang. Schwimmen im Rhein, hey. Tauchertrupp, hey. Betonschuh. Der Trommelwirbel impliziert, der Boss ist wieder da. Die Sonnenbrille schwarz wie Forrest Whitaker. Da ist so viel, was mich gerade an Sachen erinnert, ne? Allein diese, mit diesen Schüssen, ne? Gun in dein Face, hey. Freier Fall, hey. Silencio, bang, bang, bang. Schwimmen im Schusswaffengeräusche, natürlich. Hey. Tauchertrupp, hey. Betonschuh. Der Trommelwirbel impliziert, der Boss ist wieder da. Die Sonnenbrille schwarz. Was für ein nostalgischer Einstieg, Mann. Wie Forrest Whitaker. Ich lief mal beim Bankraub ohne Skimaske ein. Man erkennt mich ohnehin an meinem Stiernackenfleisch. Skimaske. Ah, ja, das hat. Boah, das ganze Ding ist gerade eine Anlehnung, ne? Ich bin deiner Frau weg, selbst eine alte Oma, faltenloser. Da kann bloß das Botoxen helfen, wie die Arche Noah. Du sorgst pünktlich für. Das Boot. Ochsen? Warte mal, was? Faltenloser, da kann bloß das Bootochsen! Ochsen! 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 Selbst eine alte Oma, faltenloser, da kann bloß das Bootochsen helfen, wie die Arche Noah. Da kann nur das Bootochsen helfen, wie die Arche Noah. Was für ein geiles Wortspiel. Du sorgst pünktlich für Schutzgeld empfangen, denn du Hund von einem Mann bist der Hund von einem Mann. Du bist als Gnome. Auch das sind alles Anlehnungen an alte Songs von ihm. Bühne geboren und hab auf Bühnen Zeit performt, da warst du grün hinter den Ohren. Ich bin Old Money, wie eine Golddukate. Hab noch deutsche Mark in der Holzschublade. War in den 90ern schon investiert in Edelmetalle. Und im Regal steht das Modell einer Segelfregatte. Apropos Segelfregatte, die Segelsaison ruft. Ich werf dich über Bord im Betonschuh. Gun in dein Face, hey. Freier Fall, hey. Silencio, hey, hey, hey. Schwimmen im Rhein, hey. Tauchertrupp, hey. Betonschuh. Ist das Sunny in der Hook? Nein. Im Rhein, hey. Tauchertrupp, hey, hey, hey. Schwimmen im Rhein, hey. Tauchertrupp, hey. Betonschuh. Digga, das ist einfach Asche. Das ist einfach Asche. Bruder. Der Typ macht diese Adlibs, Alter. Das klingt einfach echt gut, muss ich sagen, bei ihm, ne? Wow, ich bin sowas gar nicht mehr gewohnt, Mann. Krass. Zum Glück nicht Sunny. Was ist denn los, Alter? Warum, was seid ihr denn? Oha, Alter, voll die Sunny-Hater hier. Oha, was ist denn hier los, ja? Hey, freier Fall, hey, Silencio, hey, hey, hey. Schwimmen im Rhein, hey. Tauchertrupp, hey. Betonschuh.
Es gab einen deutschen Rapper mit Fans und Ruhm. Ich sag nicht seinen Namen, doch du kennst ihn gut. Ein Typ, bei dem ich immer das Gefühl hatte, der ist komplett Rille wie ne Vinylplatte. Besoffen auf Koks, look wie ein untoter Skeletmann. Kopf ist Pilot wie bei Dumbo dem Elefant. Ich sagte zu ihm, was machst du Grund? Ah, okay, seit der ganzen Mäus-Geschichte und so weiter. Ah, okay. Wie ein untoter Skeletmann. Kopf ist Pilot wie bei Dumbo dem Elefant. Ich sagte zu ihm, was machst du grundlose Welle, Mann? Es gibt stumpf so eine Schelle, dass du Hund nur noch bellen kannst. Du willst wissen, wie sein Name laut Pass heißt. Doch ich hab nicht die DNA eines Waschweibs. Sag uns, wer's war. Nee, ich sag nur, das war's, wenn das mal ans Tageslicht trat, wie der Dracula-Graf. La Deutsche Vita, bei dieser Platte wurde auf Feinschliff geachtet, wie bei meinen Diamonds im Nacken. Und alles strahlt mal wieder, weil der G-Eis am Hals hat wie ein paar Krieger, der Al-Qaida qualitativ und kein Stand. Was hat der G-Eis am was? Wieder, weil der G-Eis am Hals hat wie ein paar Krieger, der Al-Qaida qualitativ. Weil der G-Eis am. Ach, G-Eis, mein. Ach, oh, der. Oh, da habe ich natürlich noch nicht mitgedacht. Also, Soldaten. Okay, boah, wie gut ist denn die Zeile schon wieder? Wieder bei dieser Platte, Bro. Wurde auf Feinschliff geachtet, wie bei meinen Diamonds im Nacken. Und alles. Boah, ja, der Groschen ist gefallen wie im Wunschbrunnen. Halt mal wieder, ja, weil der G-Eis am Hals hat wie ein paar Krieger, der Al-Qaida qualitativ und kein Standardscheiß. Ja, ich mag es, wenn ein Plan ineinander greift wie ein Paar in einem Tanzverein. Ja, ich mag es, wenn ein Plan. Ah, das war auch von A-Team, glaube ich, ne? Der Boss, der stets mit Weisheit glänzt, gilt dank seiner Ice-Dog-Watch, der noch als Steinzeitmensch. Gun in dein Face, hey, freier Fall, hey, Silencio, hey, schwimmen im Rhein, hey. Tauchertrupp, hey, Betonschuh, bang, bang, bang. Gun in dein Face, bang, freier Fall, bang, bang, Silencio, bang, 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 bang. Schwimmen im Rhein, hey, Tauchertrupp, hey. Ja, ich liebe Asches Stimme im Hintergrund, wirklich, das klingt so gut, Mann. Betonschuh. Geil. Habe ich jetzt eine Steinzeitmensch-Line verpasst? Ernsthaft jetzt? Oh, ich bin so dumm. Digga, ich denke einfach zu weit. Ich denke manchmal denke ich auf die einfachsten Wege, denke ich einfach nicht mehr. Warum denn halt nicht? Warum denn halt nicht? Masri, Asche, Phil Tunes, Voisenbeats und Semi. Okay, warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Auch noch für sich stark sein, allround smart sein, ballen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Und es geht, warum denn halt nicht? Was haben wir zu verlieren? Ja, warum denn halt nicht? Business wie Gianni, Fitness wie Ani, es gibt it was nothing, warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein klingt kompliziert, schon als Kindskopf wurdest du indoktriniert. Du hättest dringend mal eine Helferhand gebraucht. Deine Eltern schafften es kaum mal über den Tellerrand zu schauen. Was kann der Junge? Wozu ist er fähig? Statt nur gucken, ob er auf einem guten schulischen Weg ist. Jetzt erlebst du gerade blutjung, die erste Liebe zu dumm. Schaff mal für die Zukunft eine Perspektive. Warum denn halt nicht? Sonst wundert dich nicht, dass du bald in Lumpen da sitzt. 20 bis 30, die goldene Dekade. Nutz sie denn, was heute sonst eine teuflische Spirale? Ist sie deutlich, meine Sprache? Spiel die Möglichkeiten aus. Mit 40 hat dein echter Mann ein Königreich gebaut. Dein Traum ist viel Geld. Mal einfach so die Frage in den Raum hier gestellt. Warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Auch noch für sich stark sein, allround smart sein, ballen Sibio. Bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? SEO. Voll. Ey, irgendwie ist es ein Song, der übelst motiviert, aber irgendwie trotzdem wieder ein bisschen Troll klingt. Keine Ahnung, warum das so ist. Ne? Ich hab bei diesem Album irgendwie so echt sehr verschiedene Emotionen. Keine Ahnung. Fitness wie Ani, es gibt it was nothing, warum denn halt nicht? Ey, der Bossback, all black wie dein Sichtfeld nach. Nen beiläufig ausgeführten Pimps-Spast. Du greifst nach den Sternen. Note, bitte was? Höchstens wenn du Stripper-Sluts an die Titten packst. Family in Kanada, die trotz in dem Schneegestöber. Eine Hälfte schwere Nöter, andere Hälfte Bärentöter. Ey, wir haben trotzdem Zusammenhalt. Egal was kommt, man trotzdem Zusammenhalt. Ey, warum man denn? Man trotzdem Zusammenhalt. Oh, ist das ein schöner Spit. Halt nicht. Hab ich noch nicht so gehört. Warum gibt er dir Geld? Doch warum denn halt warum nicht? Warum denn halt nicht? Kann nur jemand sagen, der den Boss nie live sah, Bitch.
Kids. Rapper knallen jetzt LSD-Trips, das jetzt anscheinend angebracht wie LED-Strips. Mach das mal nicht, du bist jung und taufrisch, allround, alles ficken, ja warum denn? Ich glaube, ganz ehrlich, nee, den Beat finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich glaube, es ist eher so diese Erzählerstimme von Kolle. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt ja ganz klar, der hat ja so viele verschiedene Stimmlagen und so drauf. Und manchmal hat er so eine Erzählerstimmenfarbe. So, da gibt es Songs, wo ich es geil finde, auf jeden Fall. So Zuhälter-Tape, Hotels und so, sind auch so Stories, ne, dabei, die wo ich es geil finde. So. Aber ich muss sagen, auf diesem Album ist es bisher noch nicht so meins. Ne? Auch mit diesen veränderten Stimmen, ne, wo der kleine Junge oder so redet oder so, fand ich früher ein bisschen geiler, muss ich sagen. Die Songs sind nicht so meins bei diesem Album, tatsächlich. Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Auch noch physisch stark sein, allround smart sein, ballen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Und es geht, warum denn halt nicht? Was haben wir zu verlieren? Ja, warum denn halt nicht? Hm? Business wie Gianni, Fitness wie Ani, es gibt fit was nothing, warum denn? Ich finde die Hook aber tatsächlich am stärksten von dem Song. Nicht. Voila, was ein idyllischer Anblick. Die Sonne schiebt ihr güldenes Antlitz über den fürstlichen Landsitz. Ist wirklich beachtlich, da muss den Putzfrauen meistens die Luft ausbleiben, als würden sie an Schluck aufleiden. Denn das Märchenschloss ist prächtig, beträchtig. Alleine für den Beilagensalat ist ein Sternekoch beschäftigt. Und Cuisiniers, die beim Zubereiten der Hähnchenschenkel Köpfe zusammenstecken. Alter, diese Lyrics, ne? Der nimmt uns wirklich einfach durchgehend mit auf eine Reise, Alter. Seines Lego-Männchen, der Bad Hagenau getrimmt. Man hört Schnallen öfter Schönling zu mir sagen, als der Boss zu seinem Butler aus Beijing. Die Kasse macht Ching, alles funkelt ganz schick. Und das alles, weil ich dachte, ja, warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Auch noch physisch stark sein, allround smart sein, ballen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Und es geht, warum denn halt nicht? Was haben wir zu verlieren? Ja, warum denn halt nicht? Business wie Gianni, Fitness wie Ani, es if it was nothing, warum denn halt nicht? Ja. Ich finde, der Beat hatte mehr Potenzial. Keine Ahnung. Warum denn halt nicht? Aber das muss man halt echt sagen. Also wir haben echt fast immer drei Parts. Das ist krass. Ernsthaft, das ist krass. Okay, machen wir weiter. Nächster Song mit Asche. Okay, jetzt bin ich wieder gespannt, ne? Mal gucken, was er diesmal macht. Masri, Asche und Freshmaker! Ey, Leute schlafen aus bis um mittags. Ich bin wach, wenn die erste Blaumeise zwitschert. Raureif glitzert, wild ist der Dobermann. Wir schreiten voran im güldenen Morgenglanz. Du wirfst Münzen ins Sparschwein, ich nicht. Ich genieß das Frührentner-Dasein. Schon lustig, wie die Dinge passieren. 20 Jahre Rap, ich muss keinen Finger mehr rühren. Falls du es vergessen hast, wer hier dein Kind ist. Oh! 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. Ah, sorry, dass ich so lache. Den Beat hab ich tatsächlich schon gehört. Richtig krankes Brett, Alter. So ein geiler Beat von Freshmaker. Ich, ne? Ich genieß das Frührentner-Dasein. Schon lustig, wie die Dinge passieren. 20 Jahre Rap, ich muss keinen Finger mehr rühren. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Ey. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Häng du weiter in deinem komischen Hartz-IV-Jobcenter, ich bin Rentner. Ja, das ist die Stimmlage, die ich hören will. Geile Hook, geiler Beat, Mann. Oh, ja, Mann. Wie Mufasa. Häng du weiter in deinem komischen Hartz-IV-Jobcenter. Ich bin Rentner, eingefleischter Spazierstockgänger. Neuerdings auch meilenweite Wandertrips. Deine Mam die kreidebleiche Schlampe strippt im Schweiße ihres Angesichts. Jeden Tag am Ackern und Malochen. Ich seh zu, pack das in ein paar Strophen und mach daraus Millionen. Fang an zu schreiben in einer güldenen Lichtung und vollende dieses wahre Füllhorn an Dichtkunst. Übertrieben fresh wie ein kühlender Wind. Andere Rapper nicht, weil sie keine Frührentner sind. Ey. Residenz wie der Taj Mahal, Geld fließt auf die hohe Kante wie beim Wasserfall. Heute hier, morgen da wie ein Lastwagenfahrer. Ich reise nach Amerika wie Vasco da Gama, lass dein Spastigelaber. Sing lieber die Hook mit, weil sie ein. Ey, dieser Unterschied, wie er gerade seine, ne, wie seine Stimme immer entspannter wird zum Ende hin, vom Flow her, und dann kommt wieder die Hook. Alter! Das ist wie dein klappriges Fahrrad. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa.
20 Jahre Rap, jetzt fängt das spießige Leben an. Spaziere flanierend wie ein britischer Edelmann. Exorbitant, technisch brillant. Der Dobermann und ich gehen im Stechschritt voran. Du denkst, du baust den anständigen Lebenswandel auf. Doch dein mega krasses Haus sieht wie mein Schrebergarten aus. Du denkst, deine Finanzierung war ein Riesenschnäppchen. Jetzt heißt Zahlen auf Pump wie beim Bizepsmessen. Traurig, dass mein Auge auf den Frührentner macht. Ich hab oft das erste Mal, wo ich so richtig, richtig Kopfnicker gerade hab, ne? Denn Papier in der Tat, freut euch doch, dass der Boss da jetzt Spaziergänge macht. Auch ab und zu noch Punchlines auf Klavierklänge packt und den Songtext in Nulle deklassiert. Eure Muttis penetriert und euch zu kompletten Dullis degradiert. Und jetzt singt die Hook mit, der Chorus ist fett und hat Ohrwurm-Effekt, als wenn wir Chord in the Act. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap bleibt unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap bleibt unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Boah, schöner Song. Schönes Ding. Scheiß jetzt mal auf Text, werde ich wahrscheinlich dann in Ruhe hören, wenn ich den Song öfter mal höre. Aber der Song vom Gesamtsound und alles, Hammer, Hammer. Ah, okay, es geht direkt weiter. Ich muss sagen, Asche auf dem Album, Wahnsinn, wirklich. Also Asche, wir kommen zum nächsten Song, Lowrider, Masri und Asche. Oh, haben wir jetzt den Still Dre, oder was? Ah, da lässt er den Scott Storch raus, ja, ja. Als ich klein war, wollte ich immer einen Deiner. Hab mich umentschieden, mein Bach ist noch keiner. Das Leben auf und ab wie im Lowrider. Wenn ich immer sterbe, dann in den Designer. Damals waren es Packs in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit dem Neider. Der Boss ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich verreise. Hey, der Boss, Charisma wie Volkspatrone. Entzündet die Ballmoral mit einer 100-Dollar-Note. Ein beiläufiger Slap bedeutet Vollnarkose. Deine Eier M&M's, meine Eier Golfballgroße. Der Boss aus den 80ern, zwischen jedem Finger eine, das sind 8 Zigarren. Schwing mein Königszepter in der Kaiservilla. Das sind 8 Zigarren. 8 Zigarren auf 80ern. Das sind 8 Zigarren. Schwing mein Königszepter in der Kaiservilla. Auch als Dreifachmörder bin ich einfach Killer, der Boss. Und du kleiner Auch als Dreifachmörder bin ich einfach Killer. Auch als Dreifachmörder bin ich einfach Killer, der Boss. Und du kleiner Spinner, meinst du seist der Bringer? Ja, als Bote einer Pizza. Wenn ich Streit hab, zuck ich schon mal mit dem Zeigefinger. Am MP5-Gun-Trigger, doch nie mit einer Wimper, der Boss. G's schubsen mir den Weg frei. Pelz voller Gans, ich komm mit Wummen wie die Baseline. Muss es immer Pelz sein? Ja, mein Kleiderschrank. Ich komm mit Wummen wie die Baseline. Muss es immer Pelz sein? Ja, mein Kleiderschrank wird von Fedden dominiert wie in den USA. Die Late Night. Wird von Fallon dominiert. Wie heißt der nochmal, der Moderator? James Fallon? Jimmy Fallon. Den USA, die Late Night. Geil. Als ich kleiner, wollte ich immer einen Deiner. Hab mich umentschieden, mein Bach ist noch geiler. Das Leben auf und ab wie im Lowrider. Wenn ich immer sterbe, dann in den Designer. Lowrider. Damals waren es Packs in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit dem Rider. Es hat auf jeden Fall was von Lowrider, ne? Von, in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit dem Rider. Der Boss ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich verreise. Früher hatte ich's Butterfly mit. Heute schützen mich die Killer eines Mafia-Kreises. Und das Bankgeheimnis, klammheimliches Business. Und das LKA will Akteneinsicht vom Boss. Yeah, ihr kriegt sie kartonweise. Noch eine, ach was. Ihr kriegt sie tonweise, kriegt sie waggonweise. Viel Spaß beim Lesen, während ich unbeschwert davon heize. Wie bei einer Ballonreise. Boss, komm ich unbeschwert davon reise, wie bei einer Ballonreise. Ach, mach das Spaß, Mann. Wie bei einer Ballonreise. Boss, komm ich auschecken, dass ich Boss bin, ist safe, da kannst du drauf wetten. Ich komm dein vorlautes Maul mit der Faust brechen und werd von Anhängern beweihräuchert wie ein Taufbecken. Der Boss in der Stadt voll gewissenloser Bürger, mit mehr Schadenfreude als Versicherungsbetrüger. Der Boss kommt mit Skimaske und Baseballschläger, als wär er gleichzeitig Skifahrer und Baseballplayer. Als ich kleiner, wollte ich immer einen Deiner. Hab mich umentschieden, mein Bach ist noch geiler. Das Leben auf und ab wie im Lowrider. Wenn ich immer sterbe, dann in den Designer. Damals waren
Jetzt waren es Packs in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit den Neidern. Der Boss ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich verreist war. Ah, schönes Ding, schönes Ding. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es für mich gegen Unantastbar jetzt zum Beispiel rankommt. Aber starker Song, würde ich sagen. Sternenklare Nacht. So, Masri und Asche. Okay, sorry. Deutsche Rapper machen Kohle, doch ich messe nicht mit mir. Denn so wie ich balle, misst sich auch ein Messi nicht mit mir. Blicke desinteressiert auf den Müll in dem Biss. Langsam wird es zu zäh. Kyrillische Schrift, die idyllische S zum C, kyrillische Schrift, okay. Aus der Schlossbibliothek, war kostspielig, okay. Um Gottes Willen geh, du sollst mich nicht stören, wenn ich lese. Das hier ist ein alter Schinken, so wie Sir Francis Bacon. Germany's greatest, live und in Farbe. Erzähl mir nichts von Hypes, ich mach den Scheiß schon paar Jahre. Während jeder Move von dir ein Griff ins Klo ist. Wie bei deiner Putzfrau-Mutter, wenn die Dixie-Klos wischt. Die Olle hätte dich beinahe abgetrieben, als der Arzt sagte, sie müssen ihren inneren Schweinehund besiegen. Kid, ich komm heim unter sternklarer Nacht und leg Wertsachen ab in meinem Herrschaftspalast. Unter sternklarer Nacht schrieb ich meine ersten Verse aufs Blatt. Unter sternklarer Nacht hat's im Ernstfall gekracht, doch das perlt alles ab. Unter sternklarer Nacht machte ich die Moves. Ich hab das Gefühl, so sternklare Nacht, ne, das ist einfach, das ist magisch. Sind wir mal ehrlich, das ist magisch. Irgendwie, ne, Musiker sowieso nachts, ne, aber generell Musik hören, Musik genießen und so weiter, ist so nachts einfach so viel besser, Alter. Außer man ist tagsüber am Strand oder sowas, ne, aber sonst nachts ist alles besser. Auf meinem Weg. Alles. Unter sternklarer Nacht gab es Ups, gab es Downs, alles gut, ich hab gelebt. Deutsche Rapper machen Kohle, doch ey, das ist das erste Mal, wo ich sagen muss, ich finde die Drums leider nicht so geil irgendwie. Ich finde die Strings super schön, schöner Vibe, so typischer Kolle-Vibe so. Aber die Drums finde ich leider nicht so. Downs, alles gut, ich hab gelebt. Deutsche Rapper machen Kohle, doch ich messe nicht mit mir. Denn so wie ich balle, misst sich auch ein Messi nicht mit mir. Blicke desinteressiert vom Berghang herab auf das City-Panorama unter sternklarer Nacht. Ich begann meinen kriminellen Werdegang mit 8. Mit 9 das erste Drive-By-Abenteuer. Leichte Paranoia als der Beifahrer mit 9 das erste Drive-By. Durch die Steine befeuert, als ich durch die Kleinstadtstraßen steuer. Sehe im Schaufenster eine Goldkette, die nice ist, aber teuer. Ich zog kriminellen Scheiß ab, den ich meist danach bereut hab. Mein Leichtsinn war bescheuert, denn ich zog so viel Nasen, bis die Nebenhöhlen entzündet waren wie Steinzeitlagerfeuer. Willst du Reichsantrag, ne Neuner im... Bis die Nebenhöhle entzündet wie bei Steinzeitfeuer. Ich zog so viel Nasen, bis die Nebenhöhlen entzündet waren wie Steinzeitlagerfeuer. Willst du Reichsantrag, ne Neuner immer plant jemand Stress. Holland Import über Fernfahrer-Trucks. Auf Jagd geh nach Cash unter sternklarer Nacht. Leg dich mit mir an, es wird herzhaft gelacht. Unter sternklarer Nacht schrieb ich meine ersten Verse aufs Blatt. Unter sternklarer Nacht hat's im Ernstfall gekracht, doch das perlt alles ab. Unter sternklarer Nacht machte ich die Moves auf meinem Weg. Unter sternklarer Nacht gab es Ups, gab es Downs, alles gut, ich hab gelebt. Unter sternklarer Nacht in der City voll Snakes. Drei Parts einfach, ne? Ist von Rizbo produced, so wie 50 von Dre. Damals angefangen. Rizbo. Der ganze Song hat so einen nostalgischen Vibe irgendwie, ne? So richtig so, nicht abschlussmäßig, aber hätte auch irgendwie, nee, eigentlich nicht Outro sein können. Nee, Outros sind anders, Outros sind anders. Nacht in der City voll Snakes, von Rizbo produced, so wie 50 von Dre. Damals angefangen mit nem Pretty Boy Face, heute Boss im Maybach wie Ricky Rose. Meine Handflächen rauer, denn ich ging durchs Game mit einer standfesten Aura. Ich weiß nicht, bei dem Song irgendwie wird man so ein bisschen melancholisch. So, wenn er so erzählt, ne, wann das alles angefangen hat und so weiter. Ich meine, hier werden ein paar Leute dabei sein, ne, die von Anfang an mehr oder weniger dabei sind. So, das war schon eine krasse Reise, so. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschrap, für mich persönlich gibt es keinen, den ich mehr gehört, mehr verfolgt habe als Kollege. Also das war, glaube ich, nicht der einzige so, aber schon der, den ich am meisten gehört habe, komplett in meiner Jugend und alles, ne. Also wirklich von RBA bis...
Ja, ich weiß nicht, bis wann ich ihn aktiv so richtig viel gehört habe, aber schon. Wie Franz Beckenbauer bin der Mann in dieser Stadt. Der Rest steckt in der Hackordnung am abgeschlagenen Platz. Wie eine motherfucking Axt, K.O. Doppel L.E.G. Aha, Gangster-Style wie Escobar. Es ist der Typ, der letzte Schreiber im Echo war. Ich bring mein Lebenswerk zur Vollendung und euer Momentum ist... Der letzte Schreiber im Echo. Ey, der Typ hat Sachen gemacht, ne? Momentum, raus aus dem Brennpunkt. Heute in Willen gebieten. Auch in 10 Jahren wird niemand über meinen Willen gebieten. Business-Termine, die Limousine startklar. Sorg immer noch für Ausfall. Das ist so krass, wie immer noch nach so vielen Jahren, das sind einfach keine Zweckreime. Er kriegt das halt immer so verpackt, dass es halt wirklich gut klingt. Wisst ihr, was ich meine? Heute in Willen gebieten. So. Auch in 10 Jahren wird niemand über meinen Willen gebieten. Business-Termine, die Limousine startklar. Sorg immer noch für ausverkaufte Häuser wie den Immobilienmakler. Man hisst die Ahornblattfahne. Der Boss wird mal wieder von oben bis unten gemustert wie seine Marmorfassaden. Vom Grasticker zum Star-Rapper zur Hassfigur, drop Klassiker und lass mich nicht verbiegen, so wie Knastgitter. Unter sternklarer Nacht schrieb ich meine ersten Verse aufs Blatt. Unter sternklarer Nacht hat... Gerade hatte ich ganz leichte vom Dealer zum Star-Vibes. Kennt ihr den Song noch? Boah, der war auch so schön. Der Fall gekracht, doch das perlt alles ab. Unter sternklarer Nacht machte ich die Moves auf meinem Weg. Unter sternklarer Nacht gab es Ups, gab es Downs, alles gut, ich hab gelebt. Boah, ist der Beat schön, Mann. Ich fand nur echt die Drums langweilig. Okay, kommen wir jetzt zu Legacy Defender. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es das Intro vom Mitten im Boss Life ist, oder? das meinte ich halt, ne? Dass der das aufs Album packt. Da hätte man eigentlich noch eine Dingens machen können, ne? Eine EP, wie gesagt. Okay, das genießen wir jetzt einfach nur. Die 1 und der Boss im Weg. Legacy Defender. Hey, jetzt kommt eine Frage für die wirklichen OGs. Fandet ihr Man in Black 1 Song oder Man in Black 2 den Song besser? Song, es geht nicht um den Film. Ey, yo, die 1 und der Big Boss, Defender des Hip-Hop. Ach, ihr was, macht der Rap sogar so. Die Viren auf TikTok ständig wollen allen meine Nummer 1 sacken. Warum? Sie wollen bei der Nummer 1 sacken. Mein Anzug ist maßgeschneidert, die Punch ist ein Wunder, als ob es auf dem Mars geschneit hat. Mache so viel Geld, dass sogar Bruno Mars Cash schneit hat. Ach was, dass sogar Elon Musk Cash schneit hat. Mittendrin im Boss Life, Hits im Rekord. Wen hat der da gerade alles mit reingepackt? Die Punch ist ein Wunder, als ob es auf dem Mars geschneit hat. Mache so viel Geld, dass sogar Bruno Mars Cash schneit hat. Ach was, dass sogar Elon Musk Cash schneit hat. Mittendrin im Boss Life, Hits im Rekord, seit dein Bett, du wirst geohrfeigt. Geile Zeile gewesen, Mann. Bruno Mars und Elon Musk und das irgendwie dazu reimen, wild. Das treueste Feature auf La Deutsche Vita. Zeit, dass ihr alle mitswingt und den motherfucking Hit mitsingt. Lip-Sync. Wenn hier einer kommt, dann ist das Christkind. Sonnenbrille auf, du wirst geblitzt. Stings. Ja. Und der Boss im Game. Defender. Ja, also ganz ehrlich, Will Smith Songs waren halt schon echt hart, ne? Wild Wild West gab's ja noch. Ey, da gab's so gute Songs, Mann. Das war eine geile Richtung, Alter. Irgendwie fehlt mir sowas. Sowas fehlt mir heute. Miami sowieso, ja klar. Spotlight, Boss Life. Rap ist nur noch Junkie-Gewinner. Ich komm das Game dominieren. Sie mich repräsentieren wie ein Bambi-Gewinner. Aliens. Warte, was? Bambi? Bambi-Zeilen sind bei Kolle immer sehr, ne? Reanimieren und weiß ich nicht was. Ich komm das Game dominieren. Sie mich repräsentieren wie ein Bambi-Gewinner. Aliens. Sie mich repräsentieren, da ist das Wortspiel. Ich wollte schon sagen, das wird es ja wohl nicht ohne Wortspiel geben. Bambi-Gewinner. Aliens greifen Hype ab, doch enden leider lost wie in einem Geisterschloss. Yo, ich bleib der Boss und bin wie meine Kette vor der Diamond Rocks. Ich hab meinen eigenen Kopf, okay. On top of my game wie das Rockstar-Emblem. Mein Scheiß ist geregelt, Silent Hill, euer Geist ist benebelt. Die Palmen am Pool wecken mediterran. Andrew Tate ist quasi Colin, nur mit weniger Charme. Der Schlitz schwingt, wenn der Boss mitswingt. Sonnenbrille auf, du bist geblitzt, singst. Und der Boss im Game. Defender. Wir bringen dir den Gucci Swag. Wird Zeit, dass sich
ist eine Talkbox, oder? Oh, did it, California. California. Mit einem Boss Life. Okay, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es klingt schon wieder so, wie ich es haben will. 8:12. Boah, bitte, 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 lass es in diese legendäre Reihe der Outros. Bitte, lass es da einreihen. Masri, Asche, Johnny und Dinsky. Bitte, bitte, Pitch Voice und gib ihm alles. Mhm. Ja. Dann sind wir auch schon wieder so ziemlich am Ende, wie ja. Die meisten Deutschrapper. Ja, so schnell kann's gehen, wie ein Modellathlet. Es ist tatsächlich schon wieder Zeit, es ist ja eigentlich nur noch die letzten Bars offen, wie im Rotlichtbezirk um 5 Uhr morgens. Wo deine Mutter wieder rumgammelt, voll stockbesoffen kommt sie herausgetorkelt und hört sich folgende Zeilen an. Pass auf, folgendermaßen, ey. Schon wieder Outro, time to say goodbye. Fahr den Wagen vor, ich steig majestätisch ein in den taufrischen Rolls Royce. Aufrecht mit Hohlkreuz, viel Spaß mit dem Rest und ihrem sauschlechten Hochdeutsch. Lauf endlich los, Mois, mach was aus deinem Leben. Und sag dann, La Deutsche Vita hat mir Kraft dazu gegeben. Wein zum Abschied noch paar Tränen, aber dann ist auch mal gut. Willst du Blume auf den Arm nehmen wie beim Krankenhausbesuch? Geh voran mit frohem Mut und leb die Tage nicht in Endlosschleife. Das ist wie deine Nase nach nem Schlag, da muss Tempo rein jetzt. Denn du weißt es, es ist längst auch kein Geheimnis. Bei Faulenzerei reactet der Boss Mensch. Feindlich. Raff, du büffelst grad für dein Abitur. Deine Mom lockt mich auf die Schlafsofa-Garnitur. Kippe danach, sie kippt danach ne Bacardi pur. Ich habe gleich Meeting, sagt die strahlende Platinuhr. Ich verhandel die Szene fletschend aggressiv. Regelrechtes Taktikspiel wie ein defensives Rugby-Team. Das kann sich noch lange ziehen, mein Schädel braucht ne Aspirin. Sonst muss ich die Waffe ziehen wie Artus Excalibur. Boom, du hörst vom Warnschuss ne knalle Mordi. Kugelt sich vorbei, als geht beim Strafstoß der Ball ins Tor. Ich hab das. Wie da, was hab ich verpasst? Wie deine Nase nach einem Schlag, da muss Tempo rein. Ach, scheiße, Alter. Aus dem Bauch rausgemacht wie eine Nabelschnur, da ziehst du eine Fresse wie... Was? Aus dem... Was? Alle Mordi kugelt sich vorbei, als geht beim Strafstoß der Ball ins Tor. Ich hab das aus dem Bauch rausgemacht wie eine Nabelschnur, da ziehst du eine Fresse wie ein plastischer Starchirurg. Locker flockig wie ein Seitenbacher Müsli. Mach ich deine Mutterschaft an geisteskranker Physis. Jupp. Und sie glaubt kurz, sie sei der Majestät würdig. Der Boss gibt dir einen Rauswurf und meint dabei wie ein Schneekönig. Denn die Bitch da geht nicht klar. Klick. Und das Ding ist geritzbar, mit zwar, ja sicher. Triffst du mich, ist es witzig, wie zittrig du bist, als trifft dich ein fucking Blitzschlag. Boah, ich genieß gerade einfach nur, ne? Ich hab einfach Augen zu und für mich sind die Outros einfach wirklich von Anfang an einfach so ein Ding, was er, ja, einfach episch. Also es ist einfach, es ist immer dasselbe. Ah, durch die Landschaft im Bentley. Eigentlich müssten wir mal so einen Stream machen, wo wir uns alle Outros anhören, theoretisch. Da gibt's bestimmt so Best-Offs auf YouTube oder so. Wir sind am Quietschen wie samstags mein Tennisschuh. Dein Girl braucht, wenn sie dich anfasst, ne Menge Mut. Weil du nen abstoßenden Schwanz hast wie ein Känguru. Zeig dich auszusondern, Poser, denn ich komm aus nem Adel. Abstoßenden Schwanz hast wie ein... Was zum? Schlecht wie die Gibt's eine komplette Playliste von? Ja, perfekt. Von Ernst August von Hannover segelt weg nach Saragossa. Seit der Boss ein Bootsführerschein hat, fühlt er sich wie Captain Barbarossa. Schau auf sein Antlitz, es lacht wieder. Denn er lenkt die Sunseeker-Yacht prima. Richtung Sonnenuntergang, deine Legacy gefickt. Wer wünscht sich Sonnenuntergang? Sonnenbrille wie Wer Mont wünscht Royce. Sich Sonnenuntergang, ja? Richtung Sunset in Rolls Royce, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Und ich roll im Rolls Royce, Phantom Player so wie Großkreuz Kevin Richtung Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Ja. Und ich rolle Richtung Sonnenuntergang. Roll vorbei an deinem Pommesbudenstand. Werf ne Handgranate rein und es bleibt dann da nur noch drei, wo eben grad noch deine Pommesbude stand. 18 Jahre und kein Ende, ich regiere wie der Pate. Schlender Sieger lächeln tragend über Beats wie Promenaden. Resümierend kann man sagen, unter dem Strich wurden endlich wieder eure Mütter gefickt. Und jetzt wollt ihr eure Ehre retten, leider seid ihr Laberbacken. Tief im Innern wollt ihr statt nem Kleinkrieg lieber gar nichts machen. Jetzt quatscht ihr da von rein fiktiven Rachetaten, weil die Host den Bosskock wenn er rein fiktiv in Rachentaten. Kid, du kriegst das Heimweh auf Klassenfahrt. Ich mit meiner Macho-Art mehr Schädel als ein Massengrab.
ab heute hier, morgen da. Der Boss reist international, ja. Niemals Bassatin, als wäre er aus Afrika. Internationaler Player, internationaler Player. Will auf den Bahamas, in kunterbunter Shorts. Nix mit dreckig abfüllen, wie in Untergrund der Boss. Es ist der grundgesunde Lord, der die Kokosnussmilch verköstigt. Todesgechillt wie Ötzi, letztens noch vom Haftrichter gemeckert. Ich darf das, der Boss ist zertifizierter Waffentrigger-Tester. Mein Anwalt meint zwar noch, das war kein absichtlicher Treffer, doch das macht's im Schnitt nicht besser. Wie ein Plastikpizzamesser, bald wohl Knastgitter als Fenster. Muss die Suppe auslöffeln, nix mehr Kaviar, Boss. Jetzt schürfst du Suppe auslöffeln, doch ich wär nicht der Ghetto-Boss. Sag mal, was ist das gerade? Was ist da, was? Aus Afrika, chill auf den Bahamas, in kunterbunter Shorts. Nix mit dreckig abfüllen, wie in Untergrundlabors. Es ist der grundgesunde Lord, der die Kokosnussmilch verköstigt. Todesgechillt wie Ötzi, letztens noch vom Haftrichter gemeckert. Ich darf das, der Boss ist zertifizierter Waffentrigger-Tester. Mein Anwalt meint zwar noch, das war kein absichtlicher Treffer, doch das macht's im Schnitt nicht besser. Wie ein Plastikpizzamesser, bald wohl Knastgitter als Fenster. Muss die Suppe auslöffeln, nix mehr Kaviar, Boss. Jetzt schürfst du Suppe auslöffeln. Doch ich wär nicht der Ghetto-Boss, hätte ich da nicht noch was Feines im Ärmel. Wie ein Manschettenknopf, kurzer Talk unter vier Augen, Freispruch 50.000 Bar. Paar kleine Geldeingänge wie beim Münzschlitzautomat. Auch sowas. Also, sorry, ne, aber man könnte über diesen Song könnte man einfach ein komplettes Video machen wieder. Ey, das ist, das ist einfach so ein anderes Level, ne? Ehrlich jetzt. Mord gibt es zwar günstig auf dem Markt, doch den Job macht der Boss selbst, da ist er künstlerisch begabt. Ihr macht künstlich auf loyal, doch dein Rap-Verein da ist eine Zweckgemeinschaft wie der FC Bayern. Sei mal nicht getriggert, klingt traurig, aber stimmt, doch ist auch nicht weiter schlimm, Alter, Hauptsache Gewinn. Bei Frauen bist du eher als der Kumpeltyp bekannt, denn du hundemüder Junkie bist nur ungenügend Mann. Der Boss ist wie eine Ente, er zieht junge Küken an, bis sie ihm Treudorf hinterherwatscheln mit ungeübtem Gang. Ich rauch Zigarren, bis der Lungenflügel dampft, was für Hustensaft, pack den Grey Goose auf Seite, Scrooge McDuck. Und schau mal, ob die. Was ist mit Doug? Sorry, Alter, wenn ich laber, verpeile ich immer die Zeilen. Junkie, bist nur ungenügend, Mann. Der Boss ist wie eine Ente. Er zieht junge Küken an, bis sie ihm Treudorf hinterherwatscht. Allein, dass er sich mit einer Ente vergleicht, so. Das komplett erklärt, was da. Ach. Mit ungeübtem Gang. Ich rauch Zigarren, bis der Lungenflügel dampft. Was für Hustensaft. Pack den Grey Goose auf Seite. Scrooge McDuck. Und schau mal, ob die Lautstärke reicht. Scrooge McDuck? Zur Seite? Was ist das? Ihr bist nur ungenügend, Mann. Der Boss ist hinterherwatscheln mit ungeübtem Gang. Ich rauch Zigarren, bis der Lungenflügel dampft. Was für Hustensaft. Pack den Grey Goose auf Seite, Scrooge McDuck. Und schau mal, ob die Lautstärke reicht. Denn ich brauch jetzt deine volle Aufmerksamkeit. Denn du wartest auf eine Zeile, mit der brauch wieder ein bisschen. Doch so kopfig shit. Ach, das ist Dagobert. Ja, Grey Goose, ja. Graue Gans, ja. Dann auf Blätter. Heraus kam das laidbackste Rap-Album ever. Boss, aber was ist mit der guten alten Zeit? Ach, guck mal, jetzt weinst du auch, das tut mir aber leid. Gut, ich will mal nicht so sein. Ich sag's wie du Pubertätsrebell, wenn du deinen Vater siehst. Ich will mal nicht so sein. Warum denn gleich so weinerlich? Hatten wir früher so Filme mit Pubertieren, dann höchstens im Zeichentrick. Bitteschön, du Hosenscheißer, kannst dir jetzt schön den Kopf zerbrechen wie ein Schoko-Weihnachtsmann. Puh, Tiere. Bruder, es ist, also dieser Song macht mich komplett fertig, ne? Also. Tieren dann höchstens im Zeichentrick. Bitteschön, du Hosenscheißer, kannst dir jetzt schön den Kopf zerbrechen wie ein Schoko-Weihnachtsmann, denn da hast du deine Line. Passt das dann soweit? Ich weiß, es gab schon krassere, doch raff erst mal die Line, ey. Deutscher Rap, ich pass hier nicht hinein. Genauso wenig wie mein Brother Aschkobar die 1. Der gibt dir wütend ein paar Kicks und du liegst rum, als wärst du müde, eingelegt wie ich bei Südseereisetrips. Deutschrap ist ein Haufen weichgespülter kleiner Kids, die drauf achten, dass die Weste eine blütenweiße ist. Ey, die Fans hören deinen Rap, aber spüren ihn einfach nicht, wie deine süße kleine Bitch deinen übelst kleinen Dick. Bemühe dich einfach nicht, du fühlst dich fly as shit, dabei hast du dich nur mit der x-ten Tüte high gekifft. Der Boss, der eure Mütter auf die Bürgersteige schickt, hat wieder übernice'n Drip, also zügel deine Sis, denn die glühend heiße Bitch stimmt die Bühne bei meinem Gig, weil ich mir über Bretter schliff, als ihr Bügeleisen griff. Ich flieh Richtung Sunset Boulevard, Kollega, Modezar, Glanz, Glamour, Gloria, ey. Sonnenbrille wie Morpheus, Richtung Sunset im Rolls Royce, Sunset Boulevard. Was ist das? Ernsthaft jetzt, was ist das? Dieser Song, was ist das, Alter? Sunset Boulevard. Und ich roll im Rolls Royce, Phantom Player, so wie Groß. Kevin, Alter, Richtung Sunset what the Boulevard. Fuck? Sunset Boulevard. Bestes Outro. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber Omega war halt auch heftig, ne? Aber.
Voice. Richtung Sunset in Rolls Royce. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Und ich wurde Rolls Royce Phantom Player sowie Groß Kreuz Kevin. Ey, du siehst den Boss im Beamer. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Darauf muss ich mir jetzt mal wirklich erstmal noch eine schöne, feine Romeo y Juliet. Also, und der Schock liegt tiefer, nun ja, als der Boss im Beamer. Entzündet. Alles gefickt, der Boss ist wieder back. Als wäre er ein englischer Rücken. Und ich sag euch mal so. Auch lange nicht mehr gehört. Da habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Ja, ja. Komm, sag's. Also, Freunde, ihr wisst, mit dem Boss ist immer zu rechnen. Wie? Als wäre er ein absolutes Mathe-Ass. Wie du Streber-Nerd mit deiner Langhaarmatte, wo du schnellstens mal wieder auch zum Friseur dich begeben solltest, aber leider hast du kein Taschengeld gekriegt, weil du wieder statt einer 1 nur eine 2 Plus nach Hause gebracht hast in dein feines Elternhaus. Scheiße. Wie dem auch sei, der Boss verabschiedet sich hier mit diesen Worten und ich sag mal so, es ist wie Signaturen. Man schreibt sich, meine Freunde. Das ist wie Spiegel, man sieht sich, meine Freunde. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Also, das war La Deutsche Vita vom absoluten Weltmonarchen. Das war ja komplett krank. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut heim. Alter, das ist ja komplett krank gewesen. Also, Rosen aus Blattgold haben wir noch dahinter. What the fuck? Ist das mit der Hook von Asche? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Masri Asche haben das produziert auf jeden Fall. Ist das aus Mitten im Boss Live? Ja? Alter. Okay, ist das jetzt die Zugabe, ja? Zugabe! Zugabe! Wenn ich gehe, dann soll ich deine Lehre. Doch meine Lyrik bleibt ein Erbe für Nachkommen. Und wenn ich einmal gehe, weint keine Träne, sondern schmückt mein Grab mit Rosen Apache, und Apache. Skandal-Rapper so wie Marshall Mathers. Kandidiere bald auf Wahlblättern. Marshall Mathers ist Eminem, ne? Ich hoffe, das wisst ihr alle, ne? Das ist Allgemeinbildung, ne? Vom Bodybuilder zu einem Amtsträger. Ungefähr dieselbe Laufbahn wie Schwarzenegger. Spiel in der Liga der reichen Anzugsträger. Auch wenn das bedeutet, dass der Schneider mit der Schere meinen Anzug an den Armen immer lockern muss. Und ey, das muss man leider erwähnen. Es tut mir wirklich leid, aber ihr glaubt gar nicht, was ich für Sachen lesen muss, ne? Manchmal. Das glaubt ihr wirklich nicht. Liga der reichen Anzugsträger. Auch wenn das bedeutet, dass der Schneider mit der Schere meinen Anzug an den Armen immer lockern muss und den dann neu anzunähen hat. Da gibt's keine Kompromisse, wie beim Boss seiner Soundkulisse. Denn es pumpt laut aus seinem Maybach, wenn die Bullen immer wieder stoppen, um ihn rauszufischen. Was glaubst du bitte? Das ist kein CO2, das sind Auspuffgifte. Denn der Maybach fährt mit einem Bitumen-Motor und tankt sich sicherlich nicht mit Hausflurpisse. Von nichts kommt nichts, also ging ich raus und ich schrieb paar Hits am Fließband, Bitch. Wenn sie mit dem Finger auf mich zeigen, wird er amputiert mit dem Cutter, mit dem ich Kohibas schnips. Stocksauer, ihr werdet dir nach meinem Tode trauern. Wenn ich gehe, hinterlasse ich eine Lehre wie Schopenhauer. Lang lebe die Bossau. Wenn ich gehe, bleibt deine Lehre. Doch meine Lyrik bleibt dein Nerve für Nachkommen. Ich einmal gehe, weint keine Träne, sondern schmückt mein Grab mit Rosen aus Blattgold. K.O. Doppel-L.E. G.A.H. Keine Mucke für den Megapark. Regiere härter als ich's jemals tat. Doppelte Stränge wie die DNA. Verteile wieder Schläge wie eine Snare Drum. Und es gibt wieder Tote wie in Verdun. Wenn ich das Game nicht dominiere, wer dann? Steht er den Stern wie ein Militärrang. In der Rost sofort ein großer. Ich dachte, er sagt wirklich Verdansk, ne? Ich dachte, es gibt wieder Schüsse. Verteile wieder Schläge wie eine Snare Drum. Und es gibt wieder Tote wie in Verdun. Wenn ich das Game nicht. Ich dachte halt, verdammt, er sagt, es gibt wieder Tote wie bei Verdansk. In ihre Verdun steht er den Stern wie ein Militärrang. In der Rost sofort ein großer Fauxpas. Er dominiert die Strolche wieder mal alleine seine bloße Tonart. Und dann setzt er wieder mal die Punches, er takt wie ein Choreograf. Jeder Storyteller von ihm sowieso ein hochgelobter Archetyp der Geschichte wie der Prophet Noah auf seiner Hochseebootsfahrt. Sieger lächeln mit nem Rosé-Goldzahn. Das Gegenteil von stümperhaft. So Gott will noch nicht als ein Sünder verdammt, doch als Künstler verkannt, so wie Günther Grass. Jammer eh nicht voll, Junge, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Der, den man nicht ans Telefon kriegt. Ich bin durch, ne? Ich bin echt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch, Alter.
Mein Kopf kommt nicht mehr hinterher. Also zeilenmäßig war ich beim Outro. Ich war, also das Outro hat mich komplett auseinandergenommen. Schöner Song, chilliger Song, würde ich gerade sagen. Aber nach dem Outro bin ich gerade ganz woanders. Ja, den muss ich, glaube ich, noch so oft hören, ne? Na, außer wenn's dem King grad passt. Wenn er mal Stellung bezieht wie Rebellen im Krieg, ja, dann raucht er dabei Minztabak. Natürlich. Ach du heilige Scheiße. Er raucht in der Eichenholzpfeife. Mit einem selbstzufriedenen Lächeln, wie er grad Eigenlob leistet. Er tat es auf eigene Weise. Das ewige K zum O mit der Kunstfigur verschmolzen, wie bei einem Brand in Madame Tussauds. Wenn ich gehe, bleibt deine Lehre. Doch meine Lyrik bleibt ein Erbe für Nachkommen. Und wenn ich einmal gehe, weint keine Träne, sondern schmückt mein Grab mit Rosen aus Blattgold. Passt aber auch geil irgendwie als Outro, ne? Auch wenn es jetzt ein Bonussong ist, so, aber passt trotzdem, muss ich sagen, als Vibe fürs Outro schon. Ja, super. Und wie lange müssen wir jetzt wieder warten, bis wieder die nächste geile Promo kommt, Mann? Ach, scheiße, ich will nicht warten, Mann. Es sollte einfach dauerhaft sein. Ich finde, Kolle ist der Einzige, der full auf Influencer gehen kann. Der soll nur noch YouTube, TikTok machen. Der soll sein Leben zeigen. Crazy, Mann. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß. Sehr viel Abwechslung. Sehr viele Sachen, die ich absolut gar nicht gefeiert habe. Sehr viele Sachen, die ich aber auch cool fand, muss ich sagen. Ich denke mal, für jeden ist was dabei. Es sind Songs dabei, wo ich sagen würde, die kann ich jeden Tag hören. Es waren Sachen dabei, die klangen schön, ne, aber waren jetzt nicht unbedingt Sachen, die ich in eine Playlist packe. Ich freue mich aufs nächste Projekt, ne?